So, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegin Lindholz, liebe Kollegen des Kontrollgremiums, verehrte Gäste, ich begrüße Sie zur diesjährigen öffentlichen Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums, genauer gesagt zur zweiten Anhörung überhaupt. Angehört werden die Präsidenten der Nachrichtendienste des Bundes, die ich herzlich willkommen heiße, Herrn Dr. Bruno Kahl, Präsident des Bundesnachrichtendienstes, der in dieser Woche zum neuen Präsidenten für das Bundesamt für Verfassungsschutz ernannte Thomas Haldenwang. Nochmal, ich glaube auch im Namen aller hier, herzlichen Glückwunsch und toi toi toi, Herr Haldenwang. Sie haben ein schönes, aber auch ein verantwortungsvolles Amt übernommen. Und Herr Dr. Christoph Gramm, Präsident des Bundesamtes für den Militärischen Abschirmdienst, BAMAT. Ich sage das nochmal, weil das noch so, also mir kommt es jedenfalls noch schwer, aber ich arbeite dran. Begrüßen darf ich die Vertreter der Bundesregierung, den Beauftragten für die Nachrichtendienste des Bundes, Herrn Staatssekretär Johannes Geismann, als Vertreter des Bundesministeriums des Innern, Herrn Ministerialdirektor Stefan Kaller, sowie Herrn Staatssekretär Gerd Hofe aus dem Bundesministerium der Verteidigung. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass eigene Ton- und Bildaufnahmen während der gesamten Anhörung nicht zulässig sind. Es gilt das Hausrecht des Deutschen Bundestages, von dem ich hoffe, dass ich es nicht ausüben muss. Aber wenn es darauf ankäme, wäre es so. Die Anhörung wird vom Parlamentsfernsehen live übertragen und kann auch in der Mediathek der Bundestags-Homepage abgerufen werden. Meine Damen und Herren, wir machen das erst zum zweiten Mal überhaupt in der Geschichte des Deutschen Bundestages, dass das Parlamentarische Kontrollgremium eine Anhörung der Präsidenten der Nachrichtendienste des Bundes öffentlich, also in Anwesenheit von Bürgerinnen und Bürgern und auch Medienvertretern durchführt. Für die meisten der PKGR-Mitglieder ist es sogar eine Premiere, weil wir ja neu gewählt wurden seit der letzten Veranstaltung. Warum tun wir das? Wir sitzen sonst im Kellergeschoss des Reichstags hinter Stahltüren. Und das ist natürlich jetzt nicht gerade transparent. Wir können das aufgrund der geheim und streng geheimhaltungsbedürftigen Vorgänge nicht anders tun. Aber wir wollen mit vielerlei Schritten, und das ist einer davon, trotzdem das Maß an Transparenz bieten, das wir bieten können. Und ich glaube, dass es auch schon ein Wert ist, dass Sie alle PKGR-Mitglieder mal wirklich wahrnehmen und dass Sie auch sehen, dass die Präsidenten der Bundessicherheitsbehörden keine Schlapphutträger sind, sondern ganz normale Verwaltungs- und Behördenprofis, die Sie, glaube ich, auch menschlich von einer Seite dann 3 Stunden lang kennenlernen werden, die wenig mit Trenchcoat und Schlapphut zu tun haben. Jedenfalls ist das nicht das Ziel der Veranstaltung. Also ich kann es auch kürzer sagen, es soll ein bisschen zur Entmystifizierung auch beitragen. Nach der Bundestagswahl im vergangenen Jahr haben wir neu gewählt, auch das PKGR. Jeder von uns wurde von der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages gewählt. Und das zeigt, dass jeder Einzelne von uns ein besonderes Vertrauen durch den Deutschen Bundestag erhalten hat. Es wurde uns entgegengebracht. Es unterstreicht die Bedeutung dieser Kontrolltätigkeit für alle Fraktionen. Üben wir das stellvertretend aus. Und die neuen Mitglieder möchte ich vielleicht zuerst vorstellen, die auch letztes Jahr nicht dabei waren. Mein Stellvertreter zum Beispiel Dr. Konstantin von Notz, Bündnis 90 Die Grünen, Professor Dr. Patrick Sensburg und Andrea Lindholz von der Unionsfraktion, Stefan Thomé von der FDP und Roman Reusch von der AfD-Fraktion. Altbewährt ist beim zweiten Mal jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber die Kollegen Ulrich Grötsch, Burkhard Lischka, Dr. André Hahn und ich selbst erleben das jetzt zum zweiten Mal. Gleichzeitig sehen Sie auch unseren Stab von Mitarbeitern, der ja auch angewachsen ist, an der Spitze der ständige Bevollmächtigte Arne Schladmann,
an meiner Seite, der uns bei unserer Arbeit mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt. Viele davon sind heute auch hier. Neben Themen, die wir einer strukturellen Kontrolle unterziehen, haben uns, wie Ihre Aufmerksamkeit nicht entgangen sein wird, im zurückliegenden Jahr wiederholt auch tagesaktuelle Themen mit nachrichtendienstlichem Bezug beschäftigt. Das könnte auch heute bei den Fragen eine entscheidende Rolle spielen. Dass ich hier nicht auf Einzelheiten eingehen kann, liegt an der uns gesetzlich auferlegten Geheimhaltungspflicht, an die wir uns auch in dieser Anhörung halten werden. Ich bitte also um Verständnis, dass weder wir als Mitglieder in unseren Fragen noch die Präsidenten in ihren Antworten geheimhaltungsbedürftige Inhalte offenbaren werden. Trotzdem hat die Anhörung beim letzten Mal schon gezeigt, dass sie Dinge erfahren werden, die sie auch nicht alltäglich erfahren. Und das ist auch die Absicht dieser Veranstaltung. Ich komme mal zum Ablauf. Wir haben fest geplant 3 Stunden, 13 Uhr. Das ist auch aufgrund bestimmter taktischer Bindungen einzelner Mitglieder auch nicht mehr veränderbar. Deswegen ist Disziplin verlangt. Wir haben vorgesehen, dass die Präsidenten zunächst die Möglichkeit erhalten, jeweils ein Statement von maximal 10 Minuten selbst im Zusammenhang auszuführen. Dann schließen sich unsere Fragerunden an, in denen die Mitglieder des Gremiums Fragen an die Präsidenten richten. Wir haben uns für eine alphabetische Reihenfolge der Fragesteller entschieden, sodass die Fragerunde mit dem Kollegen Grötsch beginnt und regelmäßig mit dem Kollegen Thomé endet. Jedem Mitglied stehen pro Runde, es werden 3 sein, hoffe ich, 5 Minuten für Fragen einschließlich der Antworten zur Verfügung. Je länger also die Frage, desto kürzer müssen die Antworten sein. Ich habe hier vermutlich irgendeinen Zeremonienmeister, der eine Uhr laufen hat und werde dann auf die 5 Minuten achten. Wir kriegen es irgendwie heute technisch nicht hin, dass es mit der Uhr da oben funktioniert. Hat noch irgendjemand bis hierher Fragen zum Ablauf? Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir jetzt zu den Ausführungen der Präsidenten und ich würde mit Ihnen, Herr Dr. Kral, beginnen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zunächst mal vielen Dank für die Gelegenheit, hier einige Gedanken zu unserer Arbeit zu Beginn dieser öffentlichen Anhörung im Zusammenhang vorzustellen. Wir leben in einer Welt, die immer unübersichtlicher und auch immer unsicherer wird. Umso wichtiger sind dann verlässliche Quellen und Informationen, um sie zu verstehen und um sich zurechtzufinden. Dies gilt auch und gerade für die Politik. Die Bundesregierung braucht für ihre Entscheidungen im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik Fakten und Einschätzungen, auf die sie sich verlassen kann. Aktuelle Umfragen zeigen, dass die Weltlage zunehmend als explosiv und brandgefährlich wahrgenommen wird. Die Angst der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes vor Krieg war seit 9/11 nicht mehr so groß wie in diesem Jahr. Diese Befürchtungen sind kein Ausdruck von Hysterie, sondern in einzelnen Punkten jedenfalls durchaus nachvollziehbar. Zugleich sind die Bedrohungen durch den islamistischen Terrorismus keineswegs gebannt. Vielmehr gefährden weiterhin verschiedene islamistische Extremisten sowie dem IS hörige Dschihadisten in Deutschland und in Europa unser Leben in Frieden und Freiheit. Hinzu kommen neue Gefahren, die sich aus der voranschreitenden Digitalisierung und Globalisierung ergeben. Wir erleben hybride Bedrohungen, die zum Beispiel in Form von Cyberangriffen auch schon den Deutschen Bundestag getroffen haben. Und selbst im Iran und in Nordkorea agieren heute Hacker der Spitzenklasse. Meine Damen und Herren, in dieser angespannten Sicherheitslage wird Aufklärung immer wichtiger. Dafür braucht Deutschland mehr denn je einen starken Auslandsnachrichtendienst. Der Bundesnachrichtendienst arbeitet rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche hart daran, drohende Gefahren für die Bundesrepublik Deutschland rechtzeitig zu erkennen, neue Brandherde zu analysieren, entscheidende Informationen zu gewinnen und auszuwerten. Diese verantwortungsvolle Tätigkeit erfordert Konzentration und Besonnenheit.
Eine gemeinsame Herausforderung für alle drei Nachrichtendienste des Bundes ist die im In- wie Ausland zunehmende Attraktivität autoritär-populistischer Politikstile. Hier gibt es gewichtige ideologische Verschiebungen. Wir beobachten Versuche von autoritären Staaten, westliche offene Gesellschaften und Marktwirtschaften mit illegitimen Instrumenten zu beeinflussen. Dabei werden sowohl Druck als auch manipulative Anreize eingesetzt. Wir erleben sowohl direkte Einflussnahme als auch eine schleichende, indirekte Beeinflussung. Die ideologische Konfrontation verläuft heute nicht mehr zwischen Kommunismus und Kapitalismus, sondern zwischen Demokratien einerseits und aufstrebenden autoritären Gesellschaftsmodellen andererseits. Letztere erscheinen attraktiv, da sie vordergründig stabil, militärisch stark und oftmals auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Insbesondere, weil Entscheidungen rücksichtslos getroffen und zügig umgesetzt werden, ohne dass vermeintlich lästige Prozeduren oder langwierige Diskussionen sie aufhalten. Gesellschaftliche Freiheiten werden in diesen Modellen eher gering geschätzt und durch wirtschaftlichen Wohlstand, durch Nationalismus oder durch Religion ersetzt. Die eigene Gesellschaft wird positiv vom Westen abgegrenzt, der als instabil, wegen der Finanzkrise, als überfremdet im Hinblick auf die Migration, als dekadent, weil er keine verpflichtenden Werte mehr hat, oder als zerfallend, zum Beispiel wegen des Brexits, diskriminiert wird. Auch diesen sich zuspitzenden Systemkonflikt hat der BND im Blick, um unseren freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat zu schützen. Meine Damen und Herren, die Nachrichtendienste des Bundes haben gegenüber Geheimdiensten in solchen Autokratien ohne parlamentarische Kontrolle einen gewichtigen strategischen Vorteil. Manche mögen vielleicht die Diskussion über Ethik und Recht in einem demokratischen Rechtsstaat als lähmend empfinden. Diese öffentliche und auch offene Meinungsbildung ist aber überhaupt erst die Voraussetzung dafür, dass wir als Sicherheitsbehörden ein nachhaltiges Mandat der Gesellschaft bekommen, um drohende Gefahren aufzuklären und auch abzuwehren. Denn nur mit diesem Mandat sind wir in der Lage, den Risiken gemeinsam und im gesellschaftlichen Schulterschluss entgegenzuwirken. Das ist in Autokratien, in denen Geheimdienste gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden, nicht möglich. Diese Stärke unserer Demokratie müssen wir konsequent nutzen, und deswegen sind wir ja nicht zuletzt auch heute in diesem Format hier. Meine Damen und Herren, der Bundesnachrichtendienst ist loyaler und diskreter Dienstleister der Bundesregierung. Wir brauchen Vertrauen im Inland, um im Ausland vertraulich agieren zu können. Nachrichtendienste sind also notwendiger Bestandteil des Rechtsstaats. Wir verdienen Vertrauen, müssen uns dieses Vertrauen aber auch verdienen. Denn wir handeln geheim im öffentlichen Interesse. Manchmal veröffentlicht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine konkreten Einzelheiten, um ihre Ermittlungsarbeit nicht zu gefährden. Genauso selbstverständlich sollte es sein, dass auch der BND Details seiner Arbeit in der Öffentlichkeit nicht preisgibt. Man könnte sagen, dass wir gleichsam aus aufklärungstaktischen Gründen verschwiegen sind, um unseren gesetzlichen Auftrag professionell zu erfüllen und damit die Bundesregierung auf der von uns gelieferten Basis fundierte politische Entscheidungen treffen kann. Der Bundesnachrichtendienst ist und bleibt dabei eine lernende Organisation. Die Modernisierung unserer Strukturen, unserer Methoden und Prozesse ist eine immerwährende Aufgabe mit dem Ziel, vor die Lage zu kommen. Durch unsere Einstellungsoffensive haben wir inzwischen eine deutliche Verbesserung der Personalsituation erreicht. Dieser eingeschlagene Weg wird konsequent weiterverfolgt, um die Position des BND als attraktiven und auch als wettbewerbsfähigen Arbeitgeber am Markt zu erhalten und auszubauen. Bei der Verteilung der dabei neu zugewiesenen Planstellen setzen wir den Schwerpunkt auf Terrorismus, auf Migration und auf die Technik. Wir verzeichnen insgesamt einen Rekord sowohl an Bewerbungen als auch an Neueinstellungen. Mit dem Umzug unserer Zentrale in die Hauptstadt spüre ich durchaus so etwas wie einen neuen Geist, eine Aufbruchsstimmung, eine Art Spirit von Berlin. Der Großteil der Belegschaft ist nun räumlich zusammengerückt und
Die weitgehende Zentralisierung hat die Arbeitsläufe deutlich verbessert. Wir haben jetzt eine Bündelung der Kräfte, weg vom Schottenprinzip Need to Know hin zum Need to Share. Damit besitzt der BND neue Strahlkraft in der Hauptstadt und darüber hinaus auch in die ganze Welt. In der Tat sind wir jetzt noch attraktiver geworden für die so wichtige internationale Zusammenarbeit. Lassen Sie mich das moderne und professionelle Selbstverständnis des BND in einem Satz zusammenfassen. Wir haben unsere Lektion gelernt, gehen mit Kritik verantwortungsvoll um und konzentrieren uns darauf, unseren gesetzlichen Auftrag optimal zu erfüllen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Dr. Karl. Dann, Herr Haldenwang, sind Sie an der Reihe. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst darf ich mich einmal ganz herzlich bedanken für die guten Wünsche und die freundlichen Worte anlässlich meiner Ernennung zum Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ich hoffe, dass ich den auch berechtigten Erwartungen an meine Amtsführung gerecht werden kann. Zur Sache. Wie Sie alle wissen, verzeichnen wir in allen Geschäftsfeldern des Bundesverfassungsschutzes ein gestiegenes Maß an Bedrohung. Der islamistische Terrorismus ist nach wie vor die größte Gefahr für die Sicherheit in Deutschland. Das zeigen die vielen Anschlagsplanungen, die die deutschen Sicherheitsbehörden in den letzten beiden Jahren frühzeitig aufdecken und durchkreuzen konnten. Zuletzt wurde vor 5 Monaten in Köln-Chorweiler, unmittelbar neben unserem Dienstgebäude, ein 29-jähriger Tunesier festgenommen, der im Begriff war, einen terroristischen Anschlag mit einer biologischen Waffe in Deutschland vorzubereiten. Gemeinsam mit seiner Frau hatte er im Internet Rizinussamen bestellt, aus denen er nach den Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden eine hochtoxische Beiladung zu einem Sprengsatz herstellen und damit möglichst viele Menschen in Deutschland töten wollte. Der Bundesverfassungsschutz observierte den Mann über Monate und gemeinsam mit anderen nationalen wie internationalen Sicherheitsbehörden haben wir verhindert, dass es zu einem bioterroristischen Anschlag in Deutschland mit möglicherweise massiven Folgen gekommen ist. Neben dem islamistischen Terrorismus stellen wir aber auch in anderen Extremismusbereichen eine Verschärfung der Bedrohungslage fest. Im Rechtsextremismus ist die Gewaltbereitschaft nach wie vor hoch. Mehr als jeder zweite der etwa 24.000 Rechtsextremisten ist als gewaltorientiert einzuschätzen. Diesen Umstand nehmen wir sehr ernst und behalten die mögliche Herausbildung rechtsterroristischer Strukturen auch fest auf dem Radar. Sofern wir derartige Ausprägungen beobachten, handeln wir, und zwar engmaschig und konsequent. Vor wenigen Jahren konnte die rechtsextremistische Gruppierung Old School Society durch nachrichtendienstliche Operationen aufgespürt und gestoppt werden. Erfolgreich waren wir auch bei der Identifizierung der Gruppe Freital, die Sprengstoffanschläge auf Asylbewerberunterkünfte verübte, und bei der Aufdeckung der Freien Kameradschaft Dresden. Beteiligt waren wir am Verbot der neonazistischen Internetplattform Alter Media Deutschland oder am Verbot der gewaltbereiten rechtsextremistischen Weiße Wölfe Terrorcrew. Und die Verfassungsschutzbehörden lieferten auch wichtige Hinweise für Exekutivmaßnahmen der Bundespolizei gegen die gewaltorientierte rechtsextremistische Organisation Combat 18, bei der Munition und Waffen beschlagnahmt wurden. Und wir lieferten Hinweise auf die rechtsextremistische Kameradschaft Aryans. Diversen Verurteilungen und anhängigen Gerichtsverfahren der letzten Jahre belegen die hohe Aufmerksamkeit von Nachrichtendiensten, Polizei und Strafverfolgungsbehörden und Gerichten gegenüber den organisierten Ansätzen von Rechtsterrorismus. Aber die rechtsextremistische Szene orientiert sich neu und verändert sich auch durch die modernen technischen Möglichkeiten. Wir beobachten die Abkehr von festen, organisationsgebundenen Strukturen hin zu einer eher inhaltlich-ideologischen Schwerpunktsetzung in losen und wechselnden Zusammenschlüssen. Einerseits ist die Zahl rechtsextremistischer Demonstrationen zwar stark gesunken, andererseits sind in den letzten Jahren zum Beispiel die musikalischen Großveranstaltungen von Rechtsextremisten auffallend, die mit bis zu 6.000 Besuchern stattfinden und die interne Netzwerkbildung fördern. Über die Themen Migration und Islam versuchen Rechtsextremisten im bürgerlichen Spektrum Fuß zu fassen. So ist uns beispielsweise die identitäre Bewegung Deutschlands aufgefallen.
Zur IBD liegen uns tatsächliche Anhaltspunkte für rechtsextremistische Bestrebungen vor, sodass die Gruppierung durch den Bundesverfassungsschutz im Rahmen eines Verdachtsfalls bearbeitet wird. Von einzelnen Mitgliedern ist bekannt, dass sie Kontakte in die rechtsextremistische Szene unterhalten. Auch gehörten einige Führungsaktivisten bereits zuvor rechtsextremistischen Organisationen an. In enger Abstimmung mit den Landesämtern haben wir schließlich im September diesen Jahres beschlossen, im Verfassungsschutzverbund möglichst noch in diesem Jahr zu einer fachlichen Einschätzung zum weiteren Umgang mit der Partei AfD zu kommen. Dazu ist allerdings zuvor eine gewissenhafte und intensive Prüfung des beim BfV nun vorliegenden Materials von Bund und Ländern notwendig. Eine besondere Rolle bei der Entwicklung des Extremismus spielen soziale Medien. Das gilt für alle Bereiche. Generell lässt sich sagen, dass der Bundesverfassungsschutz soziale Medien im Blick behalten muss, die sowohl als Aufputschmittel als auch als Tatort fungieren können. Der politische Extremismus verlagert sich von seinen eigenen Websites hin zu sozialen Netzwerken, die ein Klima der Enthemmung begünstigen und oftmals eine Art Brandbeschleuniger für nachfolgende physische Gewalt sind. Die bereits genannte Old School Society ist dafür ein erwiesenes Beispiel. Ihre Mitglieder fanden und radikalisierten sich fast ausschließlich über das soziale Netzwerk, bevor sie dazu übergingen, Vorbereitungshandlungen für Sprengstoffanschläge auf Asylbewerberunterkünfte einzuleiten. Aber auch die Ausschreitungen in Chemnitz zeigen, wie die sozialen Medien als Instrument für Meinungsmache, Manipulation und Mobilisierung missbraucht werden können. Damit meine ich vor allen Dingen den Ausgangssachverhalt, als es um die Tötung eines jungen Mannes ging, wo behauptet wurde, das sei ein Mann, der sich schützend vor eine deutsche Frau gestellt hätte, die sexuellen Übergriffen von Migranten ausgesetzt war. Für diese These gibt es nach wie vor keine Belege. Das war aber der Trigger, der die ganze Emotion dann losgetreten hat und Ausgangspunkt für die weiteren Entwicklungen in Chemnitz war. Auch die Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter nutzt intensiv das Internet und die sozialen Netzwerke. Verbunden mit der hohen Waffenaffinität dieser Szene besteht auch hier stets die Gefahr, dass verbale Aggression in reale Gewalt umschlägt. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es noch nie so einfach war, Hass- und Gewaltfantasien zu zelebrieren und dabei auch noch anonym zu bleiben. Deshalb gilt es, die Betreiber von sozialen Medien an ihre Verantwortung zu erinnern und eine bessere Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden einzufordern. Denn dadurch können wir frühzeitig auch die Herausbildung von terroristischen Bewegungen verhindern. Meine Damen und Herren, auch die Linksextremisten steigern durch soziale Netzwerke und digitale Plattformen ihre Organisations- und Kampagnenfähigkeit. Wir beobachten auch hier die klare Strategie, reale und eingebildete gesellschaftliche Missstände aufzugreifen, den Anschluss an demokratische Protestformen zu suchen und diese dann extremistisch zu beeinflussen. Als Beispiele nenne ich hier die Krawalle während des G20-Gipfels in Hamburg und die aktuellen Ereignisse in Hambacher Forst, wo wir eine hohe zweistellige Zahl an Gewalttaten gegen Polizisten verzeichnen. Über den Bereich des Ausländerextremismus könnte ich im Prinzip auch das Gleiche berichten, denn auch hier nutzen die einschlägigen Gruppierungen digitale Kommunikationsmittel zur Organisation, Mobilisierung und Propaganda. Mitte Oktober 2017 reichten Meldungen in sozialen Medien über eine angebliche Verschlechterung des Gesundheitszustands Abdullah Öcalans aus, um bundesweit PKK-Anhänger zu mehreren Demonstrationen zu mobilisieren. Ein Fazit kann hier nur lauten, dass es für keine extremistische Gruppe in Deutschland Verständnis oder gar tolerierte Rückzugsräume geben darf. Kein Extremismus darf verharmlost oder verklärt werden, weil er immer eine Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellt und Menschenleben gefährdet. Gefahren drohen nicht nur von Extremisten und Terroristen, sondern auch durch Spionage und Cyberangriffe. In diesem Jahr verzeichneten wir russische Cyberangriffe auf das Auswärtige Amt und auf deutsche Medieneinrichtungen. Wir beobachteten iranische Ausforschungsaktivitäten gegen jüdische und pro-israelische Ziele, zu denen die Bundesanwaltschaft auf der Basis von BfV-Erkenntnissen im Jahr 2017 mehrere Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit nach § 99 einleitete und das Bundeskriminalamt im Januar diesen Jahres Durchsuchungsmaßnahmen durchführte.
Und täglich werden deutsche Staatsbürger in sozialen Medien von chinesischen Geheimdiensten angesprochen, um ihnen sensible Informationen zu entlocken. Spionage, Sie sehen, das ist heutzutage noch komplexer und vielfältiger als früher, weil menschliche Quellen und Cyberangriffe kombiniert eingesetzt werden. Meine Damen und Herren, die Realität zeigt uns also, dass die Gefahren für unser Land sehr konkret sind. Wir brauchen effektive und gut aufgestellte Sicherheitsbehörden. Sie sind kein Selbstzweck, sondern dienen der Freiheit und Sicherheit in Deutschland. Wir müssen die technologischen Herausforderungen im Zeitalter der Digitalisierung bewältigen können und technologisch auf der Höhe der Zeit sein. Dazu bedarf es nicht nur eines weiteren Personalaufbaus von qualifizierten IT-Personal oder ausreichender finanzieller Ressourcen, sondern auch einer gesellschaftlichen Akzeptanz von Rechtsbefugnissen, die mit der aktuellen Lebensrealität korrespondieren. Wir müssen bei der Telekommunikationsüberwachung beispielsweise das Problem des Going Dark in den Griff kriegen. Trotz steigender Datenmengen als Ergebnis der Digitalisierung können wir heutzutage weniger Informationen über eine Person gewinnen als früher, zu analogen Zeiten, weil die Masse an Informationen gar nicht mehr erfasst und ausgewertet werden kann. Oder nehmen wir die Verschlüsselungs- und Anonymisierungsmethoden. Sie haben zwar einen positiven Effekt für Sicherheit und Datenschutz, führen aber auch zu einem massiven Erkenntnisverlust für Nachrichtendienste. Wenn also die Vorbereitung, Planung und Durchführung extremistischer Aktivitäten zunehmend mit digitalen Medien ausgeführt und in den Cyberraum verlagert wird, müssen wir sicherstellen, dass wir auch dort eine angemessene Aufklärung verfassungsfeindlicher Bestrebungen betreiben können. Hierfür müssen wirksame Aufklärungsmittel auch im Cyberraum zur Verfügung stehen. Zum Schluss möchte ich unterstreichen, dass wir uns auch organisatorisch entwickeln müssen und die Stärkung der Zentralstellenfunktion des Bundesverfassungsschutzes nicht aus den Augen verlieren dürfen. Gemeinsam mit den Ländern und die Landesämter für Verfassungsschutz halte ich für wichtige Säulen in unserer Sicherheitsarchitektur, werden wir unter Beachtung der jeweiligen Potenziale eine intensivere Koordinierung durch das BfV vorantreiben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Haldenwang. Und dann last but not least, Herr Dr. Gramm. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Gremiums, sehr geehrte Damen und Herren, als Dritter im Kreise will auch ich meinen Beitrag zur Entmystifizierung leisten und zunächst deutlich machen, wofür der MAD eigentlich steht und welche Schwerpunkte uns im vergangenen Jahr seit der letzten Anhörung beschäftigt haben. Heute verstehen wir uns als Sicherheitsdienstleister für die Bundeswehr mit einem breiten Leistungsspektrum und im Wesentlichen geht es dabei um 4 Aufgabenpakete. Als Kern der eigentlich nachrichtendienstlichen Tätigkeit steht die Abwehr von extremistischen Bestrebungen und nachrichtendienstlichen Tätigkeiten, die von Personen in der Bundeswehr ausgehen, die also aus der Bundeswehr gegen die Bundeswehr gerichtet sind. Nur in diesem Aufgabensegment dürfen wir, immer vorausgesetzt, es ist erforderlich, auch nachrichtendienstliche Mittel einsetzen, wie beispielsweise die Observation von Verdachtspersonen. Tatsächlich ist aber nur rund 1/4 unseres Personals mit der Extremismus- und Spionageabwehr befasst. Ein weitaus größerer Teil, nämlich rund 1/3, ist im zweiten Aufgabenpaket des personellen Geheimschutzes unterwegs. Dabei geht es um die Mitwirkung bei der Sicherheitsüberprüfung. Darauf komme ich gleich noch zurück. Ein weiteres, kleineres Aufgabenpaket betrifft den materiellen Geheimschutz mit in erster Linie technischen Fragestellungen. Neben diesen Inlandsaufgaben sind rund 15% unseres Personals mit dem Schutz deutscher Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz vor Bedrohungen wie Terrorismus, Spionage, Sabotage, aber auch organisierter Kriminalität befasst. Dabei arbeiten wir insbesondere mit dem BND und mit unseren ausländischen Partnerdiensten eng zusammen. Diese 4 Aufgabenpakete ergänzen sich nun gegenseitig. Das zeigt sich ganz besonders deutlich beim Verhältnis von Sicherheitsüberprüfung und Extremismusabwehr. Die Sicherheitsüberprüfung ist zunächst ja ein Instrument der Sicherheitsvorsorge. Dieses Instrument stößt allerdings dann an seine Grenzen, wenn ein Angehöriger der Bundeswehr, der einen Sicherheitsstatus erhalten hat und erst danach Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen bekannt werden.
Tatsächlich haben wir den Bereich der Prävention in den letzten Jahren deutlich gestärkt. Stichworte sind Soldateneinstellungsüberprüfung, Internetrecherche und Präventionsarbeit im Bereich Spionage und Extremismusabwehr. Dieser generelle Trend ist aus meiner Sicht auch rechtspolitisch richtig, denn je besser wir bei der Prävention sind, umso weniger müssen wir auf schärfere Mittel zurückgreifen. Dieser Grundgedanke entspricht dem Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit. Allerdings, Prävention alleine ist nicht alles. Für eine effektive Abwehrarbeit benötigen wir als scharfes Schwert manchmal auch nachrichtendienstliche Mittel. Wir müssen eben auch dann noch handlungsfähig bleiben, wenn unsere präventiven Instrumente versagen, zum Beispiel, weil ein persönlicher Radikalisierungsprozess erst lange nach dem Eintritt in die Bundeswehr eingesetzt hat. Unverzichtbar für den Erfolg unserer Arbeit sind auch die Kooperationsbeziehungen mit anderen Nachrichtendiensten im In- und Ausland. Plakativ gesprochen, einer alleine reißt heute gar nichts mehr. Das Need-to-Share-Prinzip, es wurde hier bereits erwähnt, wird auch von uns gelebt. Aus diesem kleinen Überblick ergeben sich einige Alleinstellungsmerkmale für den MAD. Der MAD ist ausschließlich für die Bundeswehr zuständig, nicht für ehemalige und nicht für inaktive Reservisten. Unser Personal gewinnen wir aus der gesamten Bundeswehr. Weiter zielt unser Auftrag im Inland vor allem auf den Schutz vor Innentätern. Wir befassen uns deswegen auch nicht mit der Bewertung von politischen Parteien, Vereinen oder anderen gesellschaftlichen Gruppierungen. Dies ist Sache der Verfassungsschutzbehörden im Bund und Länder, sondern mit natürlichen Personen. Der MAD schaltet sich immer dann ein, wenn Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen von Angehörigen der Bundeswehr vorliegen. Kern jeder Einzelfallbearbeitung ist damit die Zuverlässigkeitsprüfung des Bundeswehrpersonals. Was waren nun die größten Herausforderungen im letzten Jahr? Zunächst müssen auch wir uns auf den gesellschaftlichen Wandel einstellen. Das gilt nicht nur für die sich ändernden Kommunikationsformen, von denen hier bereits die Rede war, sondern auch für Veränderungsprozesse in der Gesellschaft, die vor der Bundeswehr ja nicht Halt machen. Dabei haben wir es deutlich mehr mit Personen aus dem Spektrum des Rechtsextremismus als des Linksextremismus zu tun. Letzterer spielt in der Bundeswehr eine zu vernachlässigende Rolle. Anders sieht das in den Phänomenbereichen Islamismus und Ausländerextremismus aus. Hier haben sich die Fallzahlen nach deutlichem Anstieg in den zurückliegenden Jahren inzwischen stabilisiert. Eine Entspannung zeichnet sich in diesen Phänomenbereichen nicht ab. Relativ neu ist Folgendes. Noch vor einigen Jahren war die Identifizierung insbesondere von Rechtsextremisten vergleichsweise einfach. Der einfältige Skinhead, der den Arm zum Hitlergruß hebt und der Szenelieder singt bei bestimmten Veranstaltungen, ist leicht zu erkennen. Heute sieht das anders aus. Wir erleben allenthalben eine Ausweitung gesellschaftlicher Vielfalt. Das ist ja an sich nichts Besonderes, sondern liegt in der Logik der offenen Gesellschaft. Leider macht dieser Generaltrend aber auch vor extremistischen Phänomenbereichen nicht Halt. Auch die extremistische Landkarte, darauf hat Herr Haldenwang ja soeben hingewiesen, differenziert sich aus. Schauen wir heute nach rechts außen, sehen wir eben nicht mehr nur schlichte Gemüter, sondern daneben beispielsweise eine intellektuell angehauchte neue Rechte, die sich oft in einem Bereich bewegt, wo Meinungsstärke, Radikalismus und Extremismus einigermaßen unscharf verschwimmen. Für uns bedeutet das, es ist heute deutlich schwieriger geworden, eine klare und das heißt immer auch eine gerichtsfeste Trennlinie zwischen meinungsstark und extremistisch zu ziehen. Die Graubereiche nehmen zu. Auch für den Islamismus gilt, dass es nicht immer einfach ist, eine klare Grenze zu ziehen. Haben wir es nur mit einer Person mit auffällig strikten Verhaltensmustern, haben wir es hier nur mit einem besonders frommen Moslem zu tun? Oder schlägt es bereits in den Extremismus um, der versucht, unsere Verfassung abzulehnen und zu bekämpfen? In der Praxis bedeutet das, dass immer wieder viel Geduld erforderlich ist, um zu einem fundierten Ergebnis zu gelangen. Und gerade in diesen Grenz- und Graubereichen verschleiern einige ihre wahren Absichten. Hier bleibt der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel unverzichtbar.
Allerdings hat sich trotz vieler Verdachtsfälle die Zahl der Extremisten in der Bundeswehr im letzten Jahr nicht signifikant erhöht. Sie liegt im langjährigen Mittel seit der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 im oberen einstelligen Bereich. An dieser Marke hat übrigens auch der Fall Franco A. nichts geändert. Insbesondere haben wir bislang keine extremistischen Netzwerke entdeckt. Politisch motivierte Gewaltbereitschaft spielt in der Bundeswehr derzeit keine Rolle. Eine weitere Herausforderung stellt für uns die Bewältigung der Sicherheitsüberprüfung dar. Als Sicherheitsdienstleister schauen wir uns bereits an der Tür zur Armee an, wer in die Streitkräfte kommt. Mit der Soldateneinstellungsüberprüfung wird seit dem 1. Juli 2017 eine einfache Sicherheitsüberprüfung für alle neu eingestellten Soldaten durchgeführt. In Zahlen sind das rund 20.000 pro Jahr. Dadurch soll verhindert werden, dass Extremisten, aber eben auch Schwerkriminelle an Kriegswaffen ausgebildet werden. Bislang wurde bereits in über 20 Fällen der Sicherheitsstatus versagt. Die Soldateneinstellungsüberprüfung zeigt damit bereits jetzt Wirkung. Es geht im Übrigen nicht nur auf die Zahl der abgelehnten Bewerber, sondern wir sollten auch die präventive Wirkung der Soldateneinstellungsüberprüfung nicht unterschätzen. Wer ahnt, dass er eine Sicherheitsüberprüfung nicht bestehen wird, wird sich eine Bewerbung bei der Bundeswehr sicherlich dreimal überlegen. Und tatsächlich haben wir deutliche Hinweise darauf, dass manche Personen, insbesondere nach einer Befragung durch den MAD, ihre Bewerbung zurückgenommen haben. Zum Schluss noch ein kurzes Wort zur Personal und Organisation. Der MAD steckt mitten in einem Prozess des Umbaus und der Modernisierung. Der Personalaufwuchs ist in vollem Gange und es wird noch einige Zeit dauern, bis wir da angekommen sind, wo wir hin müssen, um alle unsere Aufgaben sachgerecht wahrzunehmen. Auf unserer To-Do-Liste stehen aber auch die Binnenoptimierung unserer Organisation und die Verbesserung der Technik. Nach den Erfahrungen im letzten Jahr bin ich optimistisch, dass wir unseren Auftrag als Sicherheitsdienstleister für die Bundeswehr immer besser wahrnehmen werden. So, vielen Dank, Herr Dr. Kramm. Das ist jetzt auch nach meinem Regieplan 10.40 Uhr, sollte die Fragerunde beginnen. Genau da sind wir. Ich erinnere noch mal die Kollegen, wenn wir so weitermachen, 5 Minuten, da klappt es auch in alphabetischer Reihenfolge. Richten Sie bitte Ihre Frage an den Präsidenten, den Sie meinen, oder an diejenigen, die Sie meinen. Und wir beginnen mit Uli Grötsch. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will als erstes ein Thema ansprechen, über das wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel gesprochen hatten in den unterschiedlichsten Gremien, nämlich das Thema des islamischen Extremismus. Sie sind in Ihren Ausführungen, in Ihren Eingangsstatements ja alle dreimal auf das Thema eingegangen. Herr Haldenwang, ich will zuerst Sie fragen, wie Sie das denn beurteilen, wie sich das Phänomen im letzten Jahr verändert hat. Wir hatten uns auch in den unterschiedlichsten Gremien immer wieder mit dem Thema Hinterhofmoscheen befasst. Wie schätzen Sie die Lage denn im Speziellen hinsichtlich dieses Themas ein? Also Moscheen, die irgendwo in Wohnhäusern oder in leerstehenden Gebäuden oder wo auch immer betrieben werden. Zum anderen haben wir als Deutscher Bundestag in den letzten Jahren massiv in das Thema Prävention und Deradikalisierung in diesem Bereich investiert. Was würden Sie denn sagen, an welchen Stellen aus Sicht des BfV am besten angesetzt werden kann, um diese Radikalisierungsprozesse, von denen Sie auch in Ihrem Eingangsstatement gesprochen hatten, zu stoppen? Und sehen Sie eine Rolle des BfV dabei, womöglich im Zusammenspiel mit NGOs oder wem auch immer? Das zweite Thema, Rechtsextremismus, beschäftigt uns immer wieder und muss auch meiner Auffassung nach weiterhin ganz oben auf der politischen Agenda, nicht nur im PKGR, sondern in allen Gremien, die dafür zuständig sind, stehen. Herr Dr. Kramm, ich würde Sie gerne fragen, wie hat sich denn das Thema der Unterwanderung oder Vernetzung von Rechtsextremen in der Bundeswehr aus Ihrer Sicht entwickelt, auch mit Blick auf die radikale oder gewaltbereite Prepper-Szene? Und mit Preppern meine ich nicht Leute, die so zu viel Vorräte anlegen und sonst nichts tun, sondern wir hatten unter diesem Schlagwort ja auch andere Sachverhalte diskutiert.
Herr Haltmann, eine Frage an Sie noch. Und zwar, wie beurteilen Sie denn die Funktionalität des Verfassungsschutzverbundes im Bereich Rechtsextremismus? Und dann ist meine Zeit wahrscheinlich schon um, aber sollte sie noch reichen, wäre ich Ihnen allen dreien dankbar, wenn Sie mir noch einen kurzen Satz dazu sagen könnten, wie Sie das bewerten, dass wir im Bereich der Cyberabwehr, was sich als Megathema immer mehr ankündigt, sehr, sehr viele Behörden haben, die mit dem Thema befasst sind, bestimmt alle kompetent. Mir stellt sich nur die Frage, ob die notwendige Ordnung und die vorhanden ist in diesem Bereich und die Zuständigkeiten zwischen den Behörden so klar abgegrenzt sind, wie das meiner Auffassung nach sein muss. Danke. Nochmal zum Verfahren. Jetzt sind schon 3 Minuten um, gell? Also bitte die anderen nochmal. Jetzt, Sie haben zwar keine Chance, aber nutzen Sie sie, Herr Haltmann. Stichwortartig: Veränderungen im Islamismus. Niederlage des IS in Syrien, Irak führt nicht dazu, dass wir in Deutschland eine abgemilderte Bedrohungslage hätten. Im Gegenteil, wir sprechen nach wie vor von einer hohen abstrakten Gefahr. Angesichts auch vielfältiger Planungen, von der wir erfahren, müssen wir in Deutschland nach wie vor täglich mit einem Anschlag rechnen. Angefangen von Anschlägen mit Biobomben, wie es eben kürzlich geplant war, bis hin eben zu den bekannten Anschlägen mit einfachsten Mitteln, Messer und dergleichen mehr. Was hat sich grundsätzlich verändert? Es gibt keine Reisebewegungen mehr in die Gebiete. Diese Philosophie des florierenden Islamischen Staates hat sich erledigt. Aber der virtuelle Kalifatstaat besteht fort. Es findet weiterhin intensivste Propaganda statt. Und wir müssen uns insbesondere kümmern um radikalisierte Einzeltäter und Kleingruppen. Und die Gruppe der Rückkehrer bereitet uns große Sorgen. Der Nährboden für Islamismus in Deutschland ist groß. Das ist die Gruppierung der Salafisten. Hier haben wir über Jahre hinweg einen kontinuierlichen Anstieg erlebt. Zurzeit beträgt die Zahl 11.300. Der Anstieg schwächt sich etwas ab, möglicherweise eben auch verbunden eben mit der Niederlage des IS in den Regionen. Hinterhofmoscheen müssen uns Sorge bereiten. Wir hatten noch vor einigen Jahren eine sehr offensive Radikalisierung, zum Beispiel an den sogenannten Ließständen mitten in unseren Innenstädten. Der Bundesminister des Innern hat konsequent eingegriffen, diese Agitation verboten, die dahinterstehenden Vereine. Man hat sich in der Folge zurückgezogen ins Private, in diese Hinterhofmoscheen. Und hier wird es natürlich dann auch für die Sicherheitsbehörden schwierig, Einblick zu bekommen, was läuft da. Und wir sehen natürlich, dass es da nach wie vor starke Persönlichkeiten, Hassprediger, Wanderprediger gibt, die versuchen, doch zu radikalisieren und eben auch zum Dschihad aufrufen. Wir dürfen also dieses Thema nicht vernachlässigen. Prävention, die Radikalisierung ist förderlich nicht ein Thema für den Verfassungsschutz, wiewohl wir natürlich mitwirken und die zuständigen Stellen bei ihrer Arbeit unterstützen. Ich sehe im Moment ganz große Herausforderungen, insbesondere für die Kommunen, was Rückkehrer angeht, gerade rückkehrende Frauen, Kinder in hoher Zahl sind zu erwarten. Und wir haben schon verschiedentlich darauf hingewiesen, dass wir Sorge haben müssen, dass eben auch diese Frauen und Kinder weiter zur Radikalisierung beitragen, beziehungsweise dass eben diese Kinder, wenn da nicht von staatlicher Seite eingegriffen wird, sich eine nächste Dschihadistengeneration heranbilden könnte. Im Interesse des Kindeswohls, dieser armen Kinder, die ihre Kindheit verloren haben, die gehirngewaschen sind, die manipuliert worden sind, ist es wichtig, dass sie unter eine engmaschige staatliche Begleitung der Jugendämter kommen, um diesen Gefahren vorzubeugen. Ende meiner Ausführung. Ganz kurz, ich will bitte. Es auch ganz kurz versuchen. Kernaussage Nummer 1. Die Zahl der Extremisten rechts in der Bundeswehr ist im letzten Jahr nicht angestiegen, sondern sie ist stabil. Kernaussage Nummer 2. Wir haben dabei keine gewaltbereiten Rechtsextremisten festgestellt. Kernaussage Nummer 3. Eine Vernetzung von gewaltbereiten Extremisten innerhalb der Bundeswehr findet deswegen auch nach unserer Wahrnehmung nicht statt. Kernaussage 4. Die Prepper-Szene ist keineswegs eine bundeswehrspezifische Szene, sondern das ist eine Szene, in der sich die gesamte Gesellschaft mischt, unter Umständen natürlich auch Soldaten. Kernaussage Nummer 5, Anknüpfungspunkt für unsere Arbeit ist selbstverständlich nicht die Zugehörigkeit zur Prepper-Szene, sondern Gewaltbereitschaft.
Dazu siehe Aussage Nummer 1. Herr Dr. Karl, Ihre Antwort auf die Frage Cyber würde ich Sie bitten in der nächsten Runde bei Uli Gröhl. Sonst sind wir schon beim ersten völlig aus dem. Sie merken, ich glaube, es war Cyber, ne? Was Sie beantworten. Jo. Dann sind wir bei Dr. André Hahn. Ja, vielen Dank. Ich möchte gern zwei aktuelle Themen erst einmal ansprechen. Und zwar zum einen gibt es die Meldung, die Türkei hätte der Bundesregierung Tonaufnahmen von Khashoggis Tod übergeben an den BND. Da möchte ich zunächst also fragen, was genau hat der BND dort bekommen? Dass Sie die Inhalte jetzt hier nicht sagen dürfen, ist klar. Aber was ist Ihnen gegeben worden? Zu welchem Zweck erfolgte die Übergabe und was passiert mit diesem Material jetzt? Und die zweite Frage richtet sich an Herrn Dr. Gamm. Hier geht es mir um das Thema, von dem gestern der Deutschlandfunk berichtet hat, nämlich, dass ein Oberstleutnant, immerhin ein Oberstleutnant des MAD, Soldaten der Kommandospezialkräfte vor Durchsuchung gewarnt hat, wie so etwas also möglich ist und wie Sie dann aber auch zu dem Ergebnis kommen, es gebe keine rechten Netzwerkstrukturen im Zusammenhang mit Franco A. beispielsweise. Also wie ist dieses aus Ihrer Sicht zu bewerten, dass dort Leute vor Hausdurchsuchung gewarnt worden sind aus Ihrem Haus? Starten wir mit Herrn Dr. Karl, oder? Ich kann gerne beginnen. Die Fragen des nachrichtendienstlichen Austausches jetzt im Zusammenhang mit der Thematik Khashoggi sind ja von der Bundesregierung beantwortet worden mit dem Hinweis, dass es einen Austausch gegeben hat. Darüber hinaus kann ich hier in diesem offenen Rahmen keine Einzelheiten nennen. Ja, es ist ja öfter so, dass in den Zeitungen Dinge stehen, die trotzdem sich für eine bestätigende oder relativierende Aussage durch die Nachrichtendienste nicht eignen. Ich möchte Ihre Frage gerne dahingehend beantworten. Richtig ist, dass eine Anklage der Staatsanwaltschaft Köln gegen einen Mitarbeiter des MADs wegen angeblichem Geheimnisverrats vorliegt. Ich warne aber hier vor Vorverurteilungen. Es steht ja noch gar nicht fest, ob dieser Geheimnisverrat tatsächlich stattgefunden hat. Dies bleibt zunächst dem Gericht überlassen, dieses einmal festzustellen. Ich will mich aber nicht drücken und zu den Hintergründen doch einige Anmerkungen machen. Zunächst sehen Sie schon allein aus der Art des Verfahrens, dass es hier nicht um rechtsextremistische Hintergründe und schon gar nicht um Hintergründe im Zusammenhang mit dem Tatkomplex Franco A. geht. Der Sachverhalt ist nämlich vom Generalbundesanwalt aus dem Tatkomplex Franco A. ausgegliedert worden und der Staatsanwaltschaft Köln zur weiteren Verfolgung übergeben worden. Ein zweites deutliches Indiz ist, dass es, auch das will ich hier nicht verschweigen, einen Beschluss des Landgerichtes Köln gibt, in dem das Landgericht Köln klar festgestellt hat, dass es hier ausschließlich um den Missbrauch in einem Vertrauensverhältnis zu einem Soldaten und einem Mitarbeiter des MADs gehen könnte, ich betone könnte, nicht aber um rechtsextremistische Bestrebungen. Ich glaube, alles Weitere müssen wir in diesem Zusammenhang der Justiz überlassen. Dann sind wir bei Andrea Lindholz. Ja, Herr Dr. Herr Haldenwang und Herr Dr. Karl, wir hatten hier in diesen Räumen im letzten Quartal, in der letzten Legislaturperiode auch den NSA-Untersuchungsausschuss. Und in diesem Zusammenhang sind ja Änderungen beim BND-Gesetz und dem Bundesverfassungsschutzgesetz im Rahmen der Antiterrorgesetzgebung entstanden. Die Reformen liegen jetzt 2 Jahre zurück. Herr Dr. Karl, Sie haben gerade noch mal auf die Bedeutung der Nachrichtendienste insgesamt hingewiesen. Nach 2 Jahren Fazit würde ich Sie beide gerne fragen, haben sich diese Reformen auf Ihre Arbeit ausgewirkt? Und ein zweiter Komplex, falls wir es noch schaffen aufgrund der Zeit, sonst nehmen wir es mit in die nächste Fragerunde, wäre DITIB. Der Presse war vor 2 Monaten ja zu entnehmen, dass DITIB vom Verfassungsschutz als Prüffall erklärt wird. Da hätte mich interessiert, Herr Haldenwang, können Sie schon was dazu sagen? Welche verfassungsfeindlichen Bestrebungen gehen von DITIB aus? Welche Hinweise haben Sie darauf? Welche Gefahren gehen auch von DITIB aus? Und Herr Dr. Karl, können Sie was dazu sagen, wie der BND die Instrumentalisierung von DITIB durch die Regierung in Ankara sieht?
Sie gestatten, fange ich an mit der Frage, wie die BND-Gesetzreform sich ausgewirkt hat. Um es mal mit einer These zusammenzufassen, der BND selbst hat sehr profitiert von dieser Gesetzesänderung, weil er in seiner technischen Aufklärung eine Grundlage gefunden hat, die Arbeit neu zu sortieren und auf rechtsstaatliche Grundlagen zu stellen, insbesondere aber auch, um die Verfahren neu zu ordnen, die ja, wie der Untersuchungsausschuss gezeigt hat, vorher doch durchaus in Unordnung waren. Wir haben nicht nur umfangreiche interne Prozeduren geändert, Controlling-Verfahren eingeführt, uns die gesetzlichen Regime zu der Anordnung der einzelnen nachrichtendienstlichen Maßnahmen zu eigen gemacht und praktizieren sie, sondern wir haben auch darüber hinaus die Abteilung selber so reformiert und umgebaut, dass sie diesen neuen gesetzlichen Anforderungen gerecht werden kann. Insbesondere hat sich die Zusammenarbeit mit dem neu eingeführten Gremium, mit dem unabhängigen Gremium, sehr bewährt, das Stichproben machen kann, das Anordnungen kontrollieren kann. Alles zusammen bedeutet für den BND natürlich auch sehr viel Aufwand, sehr viel Arbeit. Wir haben auch dazu eigene neue personelle Strukturen einführen müssen. Aber wir sind der Meinung, dass sich dieser Aufwand lohnt. Denn nicht nur ist uns die Rückbindung unserer Aufklärung in dem technischen Bereich an das Auftragsprofil der Bundesregierung sehr viel besser möglich und sehr viel selbstverständlicher geworden, sondern wir haben auch durch die internen Controlling-Prozesse und durch unsere Berichtspflichten die Gewähr, dass all das, was wir tun, zweifelsfrei den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Und das führt uns natürlich auch, ich habe das in abstrakterem Zusammenhang ja auch eben in meinem Eingangsstatement gesagt, das führt uns natürlich auch größere Transparenz und Legitimität zu auf diese Art und Weise. Und deswegen sind wir mit dem neuen Regime eigentlich sehr zufrieden. Ja, die entsprechenden Gesetzesänderungen berühren das BfV nicht so elementar wie den Bundesnachrichtendienst. Aber wir haben natürlich auch aus den Diskussionen im NSA-Untersuchungsausschuss unsere Lektionen gelernt. Wir haben ja bekanntlich auch unsere Spionageabwehr inzwischen umgestaltet, die also nicht mehr fokussiert ist auf einzelne spezielle Länder, sondern wir bewegen uns im Rahmen einer 360-Grad-Beobachtung und haben, wenn entsprechende Auffälligkeiten vorliegen, inzwischen eben auch Aktivitäten von Diensten unter Beobachtung, die wir bis dahin nicht sonderlich scharf beobachtet hatten. Das hat sich also bei uns auch entsprechend geändert. Im Übrigen aber erfolgt ja beim BfV die Überwachung von Telekommunikation nach dem G10-Gesetz. Und da arbeiten wir nach wie vor außerordentlich gut auch mit der G10-Kommission zusammen. Ich glaube, die andere Frage, DTIP. Hier verhält es sich so, wir alle haben wahrgenommen, dass nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei, insbesondere ausgehend hier von den DTIP-Moscheen, ja, intensive Bespitzelungen stattfanden türkischer und türkischstämmiger Mitbürgerinnen und Mitbürger. Häufig waren Imame und sonstige Funktionäre der DTIP-Moscheen in dieses Ausspähverhalten involviert. Sie haben dann diese Nachrichten auch, diese Informationen weitergeleitet an türkische Dienste. Hinzu kam dann nach den Kriegshandlungen der Türkei, insbesondere gegen die Kurden, dass auch hier in den Moscheen ja sehr nationalistische Aktivitäten stattfanden, kriegstreiberische Aktivitäten bis hin, dass man kleine Kinder in Uniformen steckte und mit irgendwelchen Waffen dann in den Moscheen präsentierte. All das hat nichts mehr mit Religionsausübung zu tun, sondern das ist politische Betätigung, extremistische Betätigung, die sich eben auch gegen Gedanken der Völkerverständigung richten. Das BfV hat es deshalb für wichtig gehalten, die DTIP unter Beobachtung zu nehmen, und wir prüfen zurzeit gemeinsam mit den Ländern, und die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen, ob wir die DTIP zu einem Verdachtsfall machen. Ich kann da nur ganz kurz ergänzen, weil ich auch zu DTIP gefragt worden bin. Die Rolle von DTIP spielt in der
Arbeit, in der Aufklärungsarbeit des Bundesnachrichtendienstes keine große Rolle. Wir beschränken uns, was die Türkei aufgeht, in erster Linie auf die Aufklärung von PKK-Strukturen und anderen extremistischen Phänomenen. Burkhard Nischka. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Karl, Sie haben am Ende Ihres Statements, ich finde, einen sehr bemerkenswerten Satz gesagt für den Präsidenten eines Nachrichtendienstes. Nämlich, Sie haben gesagt, wir haben unsere Lektion gelernt. Und bevor da vielleicht auch jeder etwas anderes hineininterpretiert, mich würde mal interessieren, erstens, was die Lektion? Zweitens, was ist der Lernprozess? Der ist ja wahrscheinlich dann doch etwas mehr als die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben, die Sie eben angesprochen haben, aufgrund der Nachfrage der Kollegin Lindholz. Was hat sich konkret in Ihrer Arbeit verbessert, wo Sie heute sagen, der BND ist besser als vor 2 Jahren? Und wenn wir bei solchen positiven Entwicklungen sind, eine banale Frage an alle drei mit der Bitte um eine auch kurze Antwort. Was ist eigentlich der größte Erfolg Ihrer Behörde in diesem Jahr beziehungsweise seit unserer letzten Anhörung gewesen? Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, diese Bemerkung etwas näher auszuführen, die ich in meinem Eingangsstatement gemacht habe. Wenn wir unsere Lektion gelernt haben, dann heißt das natürlich, dass wir die Dinge, die in der Vergangenheit zu Recht kritisiert worden sind, dass wir die als Mängel abgestellt haben. Das betrifft zum einen den Bereich, den Frau Lindholz eben befragt hat, die technische Abteilung. Hier ist eine ganz andere Arbeitskultur eingekehrt, auch abseits der Realisierung von neuen Gesetzesvorschriften. Hier haben wir doch eine viel stärkere Rückbindung erreicht an ganz konkrete Aufträge, die wir von der Regierung bekommen und damit einen sehr viel transparenteren und auch beherrschbareren, sehr viel steuerungsfähigeren Rahmen gesetzt. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir versuchen, eine Art Fehlerkultur zu etablieren in unserem Nachrichtendienst. Und das ist auch schon sehr gut gelungen. Das ist zum einen natürlich in der technischen Abteilung expressis verbis angeordnet worden. Hier gibt es Controlling-Prozesse, hier gibt es Verfahren, in denen ausgeschlossen werden soll, dass Fehler gemacht werden, wenn sie gemacht werden, dass sie sofort entdeckt werden, dass sie gemeldet werden und korrigiert werden. Aber auch unabhängig davon habe ich einen internen Reformprozess in dem Bundesnachrichtendienst angestoßen, der von unten sozusagen bottom-up die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auffordert, nach Verbesserungen zu suchen in ihren jeweiligen Arbeitsbereichen. Und hier ist insbesondere aus der Mitarbeiterschaft selbst die Forderung laut geworden, eine Art Fehlerkultur zu etablieren. Das trifft sich natürlich ganz gut mit den Reformmaßnahmen, die wir auch von der Leitung des Dienstes aus implementiert haben. Und das ist eine Sache, die einerseits durch Vorbild funktioniert, dass also die Leitung des Dienstes, dass die Vorgesetzten, dass die Abteilungsleiter und Referatsleiter eine solche Fehlerkultur einfordern, vorleben und auch umsetzen. Zum anderen wird es aber auch durch die insbesondere jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter praktiziert. Und nicht zuletzt ist ja auch eine Gesetzesnorm im PKGR-Gesetz implementiert worden, der Paragraph 8, der uns ermöglicht, solche Fehler eben auch an allen Hierarchien vorbei direkt in diesem Gremium zu platzieren. Auch eine Vorschrift, die von der Gebrauch gemacht wird und die wir begrüßen. Denn Fehler werden gemacht, Fehler gehören zur menschlichen Arbeit dazu. Wichtig ist halt nur, dass man sie bemerkt, dass man sie ausräumt und möglichst die Wiederholung vermeidet. Was ist besser geworden an unserer Arbeit an vor 2 Jahren? Also ich würde sagen, dass das Selbstbewusstsein des Dienstes in dieser Hinsicht an seine rechtliche Rückbindung und an die Professionalität seiner Arbeit deutlich besser geworden ist. Das hat auch nicht und nicht zuletzt mit dem Umzug zu tun. Wir haben doch einen deutlichen Motivationsschub feststellen können, seitdem wir alle zusammen in einem Gebäude sind. Das ist schon eine
eine Stärkung doch der Leistungsbereitschaft und der Motivation. Auch dieses Gebäude selbst, Sie haben es ja auch schon gesehen, ist ein Statement, das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut tut. Sie fühlen sich wertgeschätzt, sie fühlen, sie empfinden, dass ihr Arbeitgeber, dass ihr Staat etwas für sie darstellt. Und auch das ist eine Steigerung unserer Leistungsfähigkeit. Ich schließe gerade an, die Bemerkung auf die Frage, was ist der größte Erfolg, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Der größte Erfolg ist zunächst einmal, um hierin anzuknüpfen, unser Beitrag dazu, dass nichts mehr passiert ist seit Breitscheidplatz und nicht zuletzt auch, dass bisher unser Umzug, toi toi toi, ein Wochenende haben wir noch vorgestehen, völlig pannenfrei und fehlerfrei gelaufen ist. Dr. Konstantin von Notz. Ja, die größten Erfolge. Entschuldigung. Okay. Auch wir hatten Erfolge. Die größten Erfolge würde ich darin sehen, dass es uns gelungen ist, durch unsere Arbeit in der Tat einige gefährliche Terrorangriffe in Deutschland zu vereiteln. Ich nenne da den Rezin-Anschlag als Beispiel dafür. Wir haben hervorragende Erfolge in der Cyberabwehr und in der Detektion von Cyberangriffen erzielen können, die wir auch dann mit internationalen Partnern im Interesse auch der Zusammenarbeit mit anderen Ländern teilen konnten. Und ein großer Erfolg unserer Verwaltung, 500 Neueinstellungen in einem Jahr, um die vom Parlament bewilligten Stellen dann auch zu besetzen. Das ist auch eine Hausnummer. Danke. Herr von Notz. Aus meiner Sicht zwei Erfolge. Der eine Erfolg ist, dass schlichtweg nichts Spektakuläres aus dem Bereich der Extremismusabwehr zu melden ist. Ich sehe das als Erfolg unserer Arbeit an. Das zweite ist, dass wir das Massengeschäft Sicherheitsüberprüfung geschafft haben zu etablieren. Rund 90% aller Bewerber bei der Bundeswehr kommen in kurzem Zeitraum in die Waffenausbildung hinein. Das war durchaus eine sehr große Kraftanstrengung und gehört zu den Erfolgen, dass wir das so leisten können. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Herren Präsidenten, erstmal herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Und Herr Präsident Haldenwang, ich möchte Ihnen noch mal an dieser Stelle persönlich sagen, für dieses schwierige, aber spannende wie wichtige Amt eine gute Hand. Meine erste Frage richtet sich auch an Sie. Das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages hat in seinem öffentlichen Untersuchungsbericht vom 31.05.2017 zum Anschlag des Attentäters Anis Amri auf den Berliner Breitscheidplatz über die Rolle des Bundesamtes für Verfassungsschutz im Vorfeld des Anschlages folgende Bewertung vorgenommen. Ich zitiere: Im Verfassungsschutzverbund und beim BfV hätte es weitere Ansätze für Aufklärungsmaßnahmen gegen Amri geben können. Diese sind nicht von federführenden Strafverfolgungsbehörden angefordert, allerdings auch nicht eigenständig angeboten worden. Auch bei polizeilicher Zuständigkeit muss der Informationsfluss zu den Nachrichtendiensten sichergestellt sein. Umgekehrt entbindet eine polizeiliche Federführung die Nachrichtendienste nicht davon, ihre spezifischen Fähigkeiten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten einzubringen. Zitat Ende. Soweit, so gut. Mich interessiert im Konkreten, was Sie mit diesem ja eigentlich ziemlich offen angesprochenen Problem in der Behörde seit der Zeit machen. Vor allen Dingen, was die Rechts- und Fachaufsicht des BMIs Ihnen vorgibt an konkreten Vorgaben, Vorschlägen, Anweisungen, da zukünftig sozusagen eine aktivere Rolle zu spielen und wie man sozusagen Ähnliches wie das dort Geschehene zukünftig verhindern kann und vielleicht auch im Hinblick auf unser Gremium, aber auch den Untersuchungsausschuss, wie Sie selbst im Haus sicherstellen, dass bei Befragungen von Zeugen aus Ihrem Haus der Wahrheitspflicht Genüge getan wird. Das sage ich mal so offen, schicke voraus, bei den allermeisten Zeuginnen und Zeugen ist das kein Problem, aber wie korrespondieren Sie im Haus selbst die Notwendigkeit und Wichtigkeit der parlamentarischen Kontrolle in diesen Gremien? Vielen Dank. Ja, in der Tat würde ich es auch so einschätzen, dass der Fall Anis Amri kein Fall des BfV war.
Ich möchte es mal in einen Gesamtkontext stellen. Wir sprechen zurzeit hier in Deutschland von über 2000 Gefährdern nach unserer, nicht Gefährdern, sondern islamistisches Personenpotenzial. Die Polizei spricht von über 700 Gefährdern. Das sind alles Personen, denen man jederzeit einen Anschlag zutrauen muss. Das heißt, in der Bearbeitung dieser Fälle müssen wir Sicherheitsbehörden in der Bundesrepublik auch arbeitsteilig vorgehen. Es kann sich nicht jede Behörde um jeden Fall kümmern. Und wir haben einen Grundsatz. Wenn einer dieser Fälle in der polizeilichen Bearbeitung ist, dann geht es hier um schon Strafverfolgungsmaßnahmen, die eben durch Strafprozessordnung veranlasst sind. In diesen Fällen tritt die Arbeit der Nachrichtendienste hinter die polizeiliche Tätigkeit zurück. Und die Nachrichtendienste werden dann tätig, eben wenn die Polizeibehörden aufgrund Kapazitäten oder sonstiger Engpässe die Nachrichtendienste um Unterstützung bitten, meinetwegen im Bereich der Observation, Telekommunikationsüberwachung etc. pp. Genau das ist hier in diesem Falle bezogen auf Anis Amri nicht geschehen. Wir wähnten diesen Fall in der eigenverantwortlichen Bearbeitung der Polizeibehörden Nordrhein-Westfalen und Berlin und sind deshalb nicht tiefer in diese Sachverhalte eingestoßen. Man muss immer vor Augen haben, wir haben gleichzeitig noch 700 andere. Korrekt. Herr Haldenmann, weil wir nur 5 Minuten haben und ich darf vielleicht meine Frage nachfassen. Das weiß ich alles und Sie wissen, glaube ich, dass ich das auch weiß. Mir geht es darum, dass die polizeiliche Überwachung eingestellt wurde von Anis Amri und dann eigentlich eine Zuständigkeit des BfV klar gegeben war und dass es Hinweise aus anderen Nachrichtendiensten gegeben hat, kurz vor dem Anschlag, deren Aufklärung das BfV übernommen hat. Deswegen nochmal die Frage, wie können Sie sicherstellen, dass zukünftig solche Dinge nicht nochmal passieren und die Zuständigkeiten klar sind und auch klar nachgefasst wird, wer für welchen Bereich Verantwortung trägt. Und meiner Ansicht nach war zumindest nach dem 13. Oktober die Verantwortlichkeit klar beim BfV. Ja, vielleicht sehe ich es etwas differenzierter, aber das ist in der Kürze der Zeit jetzt etwas schwierig. Aber ich sehe schon Lessons learned. Für mich ist wichtig, dass wir insbesondere im GTAZ noch enger, noch besser zusammenarbeiten. Ich glaube, Defizite kann man vielleicht an der Stelle der Zusammenarbeit des Informationsaustauschs im GTAZ auch ausmachen. Und hier ist hinderlich, dass es im GTAZ, ja, es ist eine Austauschplattform, aber es gibt keine federführende oder keine weisungsberechtigte Stelle, die entscheidet, wer jetzt wann wie zu übernehmen hat und was zu tun hat und wer welche Ressourcen einzusetzen hat. Brauchen wir eine gesetzliche Grundlage? So etwas wäre mit einer gesetzlichen Grundlage vorstellbar. Ob das auf unserem Wunschzettel steht, darüber stimme ich mich mit dem Bundesinnenministerium ab. Kollege Rösch. Ja, eine Frage an Herrn Haldenwang. Hat Ihre Behörde vom Personalansatz her bei der Bearbeitung der verschiedenen Extremismusformen einen Schwerpunkt? Und falls ja, wo liegt er? Die Lage verändert sich ständig und wir müssen in der Lage sein, wiederum auch unsere Ressourcen auf die jeweils aktuelle Gefährdungssituation auszurichten und insofern auch immer wieder neu zu priorisieren. Und das tun wir und wir verschieben unsere Ressourcen. Es ist eindeutig nachvollziehbar, dass in den vergangenen Jahren der absolute Arbeitsschwerpunkt und auch hohe Personalressourcen im Bereich Bekämpfung islamistischer Terrorismus eingesetzt waren. Wir haben Personaldefizite gehabt, weil eben die Gefährdungsbedrohungssituation sich schneller entwickelte, dynamischer entwickelte als unser Aufwuchs. Insofern mussten wir jetzt das Personal, was uns bewilligt wurde, dann in die defizitären Bereiche nachsteuern. Und da muss ich ganz klar sagen, da steht für mich jetzt an erster, vornehmster Stelle eben auch ein weiterer Ausbau des Bereichs Bekämpfung und Umgang mit dem Rechtsextremismus. Und selbstverständlich werden auch die Themen Spionage und Cyberabwehr eine wichtige Rolle zukünftig spielen. Aber es ist wichtig, dass wir je nach Bedrohungssituation sehr schnell eben auch unsere Ressourcen steuern können. So, dann bin ich selbst an der Reihe. Ich nutze natürlich die Chance, Herr Haldenwang, weil Sie jetzt den ersten öffentlichen Auftritt haben. Mich würde jetzt interessieren, wie sieht Ihr BfV 2025 aus? Weil ich die große Hoffnung habe, dass Sie so viele Jahre mindestens haben. Das ist in dem Amt nicht garantiert, aber... Und das meine ich jetzt gar nicht spaßig, wenn Sie mal sich selbst definieren, was würde ich mir wünschen, wie sieht mein BfV 2025 aus?
Erklären Sie mir noch mal, wie sehen Sie das mit der Zentralstellenfunktion? Wie sehen Sie das mit dem in der letzten Anhörung kritisierten Flickenteppich der landesspezifischen Befugnisse? Stichwort einheitlicher Rechtsrahmen. Wie sehen Sie das mit dem Personal? Da war ja auch einiges in der Diskussion der letzten Zeit. Bitte schön. Ja, ich habe ein klares Bild von einem BfV 2025. Das BfV muss auch im Jahr 2025 in der Lage sein, die dann bestehenden Bedrohungsszenarien in optimaler Form ihnen begegnen zu können. Dazu ist sicherlich erforderlich, wenn sich die Bedrohungssituation so weiter fortsetzt, wie wir es im Moment erleben, dass wir einen hinreichend großen Personalkörper haben, dass wir also auch bis zu 2025 noch weiter aufwachsen müssen. Das allerdings in einer Form, wie das eben auch in unserem Amt integriert werden kann, wie unser Apparat das schlucken kann. Ich würde mir sehr wünschen, einen kontinuierlichen Personalaufwuchs, nicht in Wellenbewegungen, sondern kontinuierlich, sodass es uns auch möglich ist, dieses zufließende Personal entsprechend den jeweiligen Anforderungen aus- und fortzubilden. Wir müssen uns insbesondere technisch ertüchtigen. Hier gibt es auch noch Nachholbedarfe. Ich habe es in meiner Eingangsrede dargestellt. Unser Nachrichtendienst ist gegenüber, nutzt moderne Technik, nutzt modernste Medien. Das gilt einmal eben für die Propaganda, für eben die allgemeine Präsentation im Internet. Das muss gemonitort werden und das kann auch nicht immer händisch und am einzelnen Rechner gemacht werden. Wir müssen also eine automatisierte Analyse auch des Internets haben. Wir müssen uns vor allen Dingen aber eben auch wieder in die Lage versetzen, Kommunikation mitzuverfolgen. Und hier geht es nicht darum, neue Rechte, die wir nie hatten, einzufordern, sondern hier geht es darum, dass das Bundesamt in einen Stand zurückversetzt wird, den es viele, viele Jahre zu Zeiten der analogen Kommunikation eben noch gehabt hat. Nur heute kommuniziert unser Nachrichtendienst dies gegenüber nicht mehr über Leitung, sondern über das Internet, verschlüsselt insbesondere. Und hier erleben wir zurzeit diesen Prozess Going Dark. Den müssen wir aufhalten und umkehren. Immer natürlich in einer guten Abwägung. Es kann nicht darum gehen, jetzt Freiheitsrechte der Bürger maßlos einzuschränken. Das muss alles verhältnismäßig bleiben. Aber wenn es darum geht, gefährliche Einzeltäter auf dem Schirm zu halten nach den Vorgaben des G10-Gesetzes, dann müssen unsere technischen Möglichkeiten zukünftig verbessert werden. Und das Haus muss so organisiert werden, dass es diesen Anforderungen natürlich auch gerecht werden kann. Zentralstellenfunktion? Zentralstellenfunktion, wichtig. Wir sind ganz eng in einem Abstimmungsprozess mit den Ländern. Die Landesämter für Verfassungsschutz haben eine hohe Daseinsberechtigung. Sie sind in der Fläche präsent und liefern uns Erkenntnisse zu den insbesondere extremistischen Bestrebungen aus der Fläche und eben auch entsprechende Analysen. Das muss natürlich bei uns dann zusammengeführt werden. Wir koordinieren das, wir machen die Gesamtanalyse, soweit es sich um bundesweite Bestrebungen handelt. Und wir müssen dann eben aber auch dienstleistend für die Landesämter tätig werden. Es kann nicht sein, dass jedes Landesamt einzeln bestimmte technische Instrumente entwickelt, beschafft und etc. pp., sondern hier hat dann zukünftig das BfV die Aufgabe, auch da maßgeblich die Länder zu unterstützen mit Technik, mit Ideen, mit Sehen Sie die Notwendigkeit, Herr Haldenwang, einen Fall wie AMRI zentral zu führen für den Verfassungsschutzverbund? Und würden die Landesämter das akzeptieren? Ich glaube, wir sind uns sehr einig, wenn wir gemeinsam die Bewertung haben, dass es sich hier um eine besonders gefährliche Situation handelt, dass dann auch die Länder einverstanden wären, wenn das BfV die Führung übernehmen würde. Da sehe ich kein Problem. Dankeschön. Dann sind wir bei Professor Patrick Sensburg. Ja, ganz herzlichen Dank. Es hat in der letzten Legislaturperiode in verschiedenen Ausschüssen, Untersuchungsausschüssen, doch die Erkenntnis gegeben, dass gerade auch in der Dienst- und Fachaufsicht Schwachstellen gelegen haben. Mich würde interessieren, wie sehen denn jetzt die Kernaspekte der Dienst- und Fachaufsicht aus? Gerne schlaglichtartig, sonst bleibt da nicht ausreichend Zeit für. Was hat sich denn im Rahmen der Kontrolle jeweils durch Kanzleramt, Innenministerium und Bundesverteidigungsministerium geändert, verbessert? Wie funktioniert das jetzt und was sind die Kernaspekte? An alle drei. Danke. Dann würde ich die bewährte Reihenfolge aufgreifend beginnen.
Zunächst mal kann ich nicht ganz die Analyse teilen. Ich war zu Zeit der Arbeit und Erträge dieser Untersuchungsausschüsse auch noch nicht im Amt. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass die Dienst- und Rechtsaufsicht, soweit ich das als beaufsichtigte Behörde sagen kann, im Moment sehr gut läuft. Wir haben verschiedene Verfahren etabliert, mit denen wir sozusagen proaktiv auf die Aufsicht im Bundeskanzleramt zugehen. Es gibt gesetzliche Verpflichtungen, in denen wir berichten. Es gibt Freiwillige, in denen wir in einem sehr intensiven Austausch Gespräche führen, sowohl zwischen der Aufsicht und der Leitung als auch zwischen der Aufsicht und einzelnen Fachabteilungen. Und es finden Besuche statt der Aufsicht bei uns im Haus, wie umgekehrt. Das Ganze ist sehr eng getaktet. Es ist ein sehr zeitlich und inhaltlich intensiver Austausch. Und allein schon, um auch den weiteren Kontrollfunktionen gegenüber dem Parlament gerecht zu werden, ist in der Vorarbeit die Kommunikation mit der Aufsichtsbehörde unerlässlich. Also insofern ist es ein ständiges Hin und Her, ein ständiges Geben und Nehmen. Mein Eindruck, wenn ich das sagen darf, ist, dass auch zwischen Bundesamt für Verfassungsschutz und aufsichtsführendem Bundesinnenministerium ein sehr vertrauensvolles, aber doch eben Aufsichtsverhältnis besteht. Ähnliche Strukturen, wie Herr Dr. Karl angesprochen hat, gibt es auch bei uns. Es gibt die Fachreferate im Ministerium, die kontinuierlich die Arbeit unserer verschiedenen Abteilungen eben zuständigkeitsmäßig mit begleiten. Es gibt anlassbezogene und regelmäßige Berichtspflichten. Es gibt regelmäßige Treffen auf den verschiedensten Ebenen, unterste Arbeitsebene bis hoch zur Amtsleitung, wo man sich über die aktuellen Entwicklungen austauscht. Aus Sicht des BfV hätte ich gegenüber dem Ministerium da keine Änderungswünsche. Das Thema Aufsicht, ich greife es mal auf, zunächst auch intern. Wir haben auch intern Aufsichtsstrukturen geschaffen, auch das ist nicht ganz banal. Die operativen Arbeitseinheiten und die Einheiten, die die rechtliche Bewertung vornehmen, ob einzelne operative Maßnahmen rechtlich zulässig sind, sind schon mal in unserem eigenen Hause getrennt. Darüber hinaus unterliegen wir einer sehr strengen und sehr differenzierten Fachaufsicht durch das Verteidigungsministerium. Das ist ähnlich, wie Kollege Haldenwang das eben beschrieben hat. Es reicht von regelmäßigen Kontakten über konkrete Zustimmungsvorbehalte für Maßnahmen, die wir nur mit Zustimmung des Ministeriums ergreifen dürfen, insbesondere wenn es um grundrechtsrelevante Themen geht. Und darüber hinaus gibt es auch sozusagen ein besonderes Vortragsrecht für den Präsident beim Staatssekretär, sodass auch gesichert ist, dass in aktuell problematischen Fällen jederzeit eine Kommunikation möglich ist, ohne immer über die Leiter gehen zu müssen. Wünsche, Verbesserungen habe ich nicht, aber vielleicht durchaus die Erwähnung, dass darüber hinaus natürlich das ganze Thema Aufsicht nicht nur durch das parlamentarische Kontrollgremium, was natürlich das wichtigste Gremium ist, bedient wird. Aber natürlich gibt es daneben auch noch im Parlament andere Stellen. Es gibt die Fachausschüsse, die uns auch gelegentlich fragen. Es gibt natürlich das Vertrauensgremium und speziell für uns nicht zu unterschätzen den Wehrbeauftragten, der sich auch um unsere Tätigkeit kümmert. Und da habe ich andere Stellen wie den Bundesrechnungshof, die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationssicherheit noch gar nicht erwähnt. Also ich habe schon den Eindruck, dass der Kranz an Aufsichtsstrukturen wirklich groß und weit gesetzt ist. Herzlichen Dank. Stefan Thomé. Vielen Dank. Ich möchte gerne in der ersten Runde meine Frage an Herrn Dr. Karl richten. Herr Dr. Karl, im Verteidigungsbereich beobachten und diskutieren wir zurzeit, dass überkommene Allianzen und Bündnisse vielfach nicht mehr so belastbar erscheinen, wie das in den letzten Jahrzehnten uns sicherer Bestand zu sein schien. Man formiert sich neu, auch innerhalb Europas. Sie haben von dem Phänomen des zerfallen erscheinenden Westens in Ihrem Eingangsstatement auch berichtet. Andererseits gibt es auch neue Länder, die sich Europa wieder annähern. Ich sage mal, arabischer Frühling, da hat sich auch viel getan. Nicht alles ist nachhaltig und dauerhaft geblieben. Aber meine Frage an Sie ist, ob sich diese Beobachtung sich verändernder, nicht mehr ganz so belastbarer Bündnisse und Allianzen, aber auch vielleicht neuer sich anbahnender Abzeichen Partnerschaften auch in Ihrem Bereich beobachtbar ist, inwieweit Sie darauf reagieren, auch defizitär
Defizite versuchen aufzufangen und Planungen dafür haben, soweit Sie das in öffentlicher Sitzung berichten können. Ja, vielen Dank. Sie gehen aus von der militärischen Aspekt, von militärischen Bündnissen. Bei der Gelegenheit vielleicht nochmal die Erklärung. Wir sind hier nicht nur drei Nachrichtendienste in Deutschland, sondern der BND ist auch drei Nachrichtendienste in einem. Er ist neben dem Auslandsnachrichtendienst und der technischen Aufklärung ist er auch eben der militärische Nachrichtendienst überwiegend und arbeitet in dieser Funktion sehr gut mit anderen militärischen Nachrichtendiensten zusammen. Das passiert innerhalb der Bündnisstrukturen genauso wie außerhalb der Bündnisstrukturen. Und in beiden Feldern, um die Kernantwort mal vorwegzunehmen, in beiden Feldern haben wir die von Ihnen beobachteten Auflösungs- oder Diversifizierungstendenzen bisher nicht als nachteilig für die gemeinsame Arbeit empfinden müssen. Dies betrifft sowohl die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit mit einem unserer größten und strategischsten, wichtigsten Partner, der USA. Hier gibt es in der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit dieses America First nicht. Der Austausch mit den amerikanischen Diensten, und das sind viele und das sind wichtige, hat nach Übernahme durch die neue Administration keine Nachteile erfahren. Er geht genauso intensiv weiter wie vorher. Und innerhalb des Bündnisses ist es eher so, dass dort die Strukturen auch neu geordnet wären im Sinne einer Stärkung der Intelligence, in dem Sinne einer Stärkung der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit. Ich werde in der übernächsten Woche selbst wieder zu einer entsprechenden Tagung der NATO nach Brüssel fahren. Und sie wird von allen Ländern, die da beteiligt sind, gleich ernst und gleich wichtig genommen. Auch hier gibt es die, sagen wir mal, diffundierenden Tendenzen, die Sie im politischen Bereich ausmachen, im nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit nicht. So, dann sind wir in Time, starten die zweite Runde. Wir sind ein Gremium, das sich übrigens in seiner Präambel zum Ziel gesetzt hat, Parteipolitik, soweit es geht, immer außen vor zu lassen in den Sitzungen. Aber jetzt mache ich doch die Anmerkung an die SPD, dass innerhalb der GroKo wenig selten die Union jetzt das Zeitbudget gerettet hat, Herr Grütsch. Und, Das habe ich aber auch. Vielen Dank für den Hinweis. Ich würde gerne meine Frage aus der ersten Runde nochmal stellen. Wir haben also im Cyberabwehrbereich eine Situation, in der BND genauso wie BfV, CITES, BSI, das Kommando Cyber, Raum der Bundeswehr, jetzt die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit. Alle können das und alle tun das. Und ich würde Sie gerne fragen, Herr Karl und Herr Haldenwang, wie bewerten Sie das denn? Ich sehe das nämlich weniger als eine parlamentarische Aufgabe, das zu ordnen, sondern eher, also es ist nichts Legislatives, sondern meiner Auffassung nach eher eine exekutive Aufgabe. Wie bewerten Sie das und wie bewerten Sie die Abgrenzung der Zuständigkeiten? Ja, vielen Dank. Schaut man nur auf die Gesetzeslage, wäre es relativ einfach zu trennen. All das, was sich im Ausland ereignet, wäre die Zuständigkeit des BND. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz würde sich um die Bedrohung für die Sicherheit dieses Landes kümmern. Das ist im Cyberraum natürlich nicht so scharf zu trennen, weil es die entsprechenden Bestrebungen dort keine nationalen Grenzen kennen. Nichtsdestotrotz halte ich die Vielfalt der Behördenzuständigkeiten nicht für einen Nachteil. Sie ist bis zu einem gewissen Grade auch unvermeidlich. Wenn Sie in unsere befreundeten Nachbarstaaten gucken, so wird sich dort überall nicht vermeiden lassen, dass verschiedene Player Verantwortung tragen für verschiedene Elemente dieses speziellen Aspektes von Sicherheit. Der Bundesnachrichtendienst ist getreu seiner gesetzlichen Auftragslage verantwortlich dafür, im Cyberraum die Gefahren zu identifizieren und aufzuklären, die sich im Ausland aufbauen, um als Angriffe dann irgendwann auch mal im Inland
relevant zu werden. Am besten so früh, dass man die Innenbehörden warnen kann, dass sie eben nicht relevant werden. Das ist eine Aufgabe, die wir mit großer Kompetenz und im internationalen Verbund wahrnehmen. Wir haben eine eigene Disziplin dazu entwickelt, die heißt SIGINT Support for Cyber Defense. Das heißt, die Erfahrungen, die wir in der Fernmeldeaufklärung gemacht haben, die wir in der Ausland-Ausland-technischen Aufklärung gemacht haben, die übertragen wir in Zeiten, wo die Kommunikation sich eben digital und im Internet vollzieht, auf die Angriffe im Cyberraum. Und hier ist es durchaus möglich, Muster zu erkennen, Strukturen langfristig zu beobachten, die relevant werden für den Innenbereich. Und dass man dann im Innenbereich mit verschiedenen Playern agiert, von denen der eine die Härtung und den Schutz der Infrastrukturen übernimmt und der andere die Spionageabwehr, das halte ich nicht für einen Fehler. Die Frage ist, ob man einzelne Bestandteile, einzelne Kompetenzen und Expertisen der verschiedenen Behörden gegebenenfalls besser koordiniert. Aber auch hierfür haben wir ja ein gemeinsames Cyberabwehrzentrum, was mit ähnlichen Strukturen funktioniert wie das GTAZ und was auch gut funktioniert. Und ich habe großes Vertrauen darin, dass die Reformbestrebungen, die sich in diese Richtung entwickeln werden, dass die gewünschten Erfolge auch erzielen. Genau, jetzt hatte sich nämlich Herr Haldenwang vorhin mit Blick auf das GTAZ eine Federführung in dem Bereich gewünscht. Wie sehen Sie das dann im Bereich Cyberabwehr? Weil ich denke, das NCAZ kann es nicht sein. Das ist vom ganzen Aufbau her niemand, der eine Federführung hat. Es ist vielleicht eine etwas differenziertere Situation, insofern als eben die verschiedenen Beteiligten im Cyberabwehrzentrum eben auch tatsächlich unterschiedliche Aufgaben verfolgen. Geht es um die Sicherheit eben der Systeme, dann ist das BSI sicher in der Federführung. Geht es aber um den Umgang mit einem nachrichtendienstlich gesteuerten Cyberangriff, würde ich das fürs BfV reklamieren, dann eine Federführung übernehmen zu sollen. Also hier eine feste Festlegung zu treffen, für alle Fälle liegt eine federführende Zuständigkeit bei einer bestimmten Behörde, würde ich für nicht sachgerecht halten. Ich finde es auch richtig, wenn ich das noch ergänzen darf, dass eben diese verschiedenen Player nach wie vor da sind, die aus ihrem unterschiedlichen Blickwinkel und mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen an diesem Thema mitarbeiten. Nachrichtendienstlich gesteuerte Cyberangriffe können nur bei uns adäquat bewertet werden, weil wir den Gesamthorizont sehen über eben die Spionageaktivität bestimmter Länder. Da wären Behörden oder Einrichtungen überfordert, die diesen Gesamtzusammenhang nicht kennen. Immer wenn es sich um einen nachrichtendienstlich gesteuerten Angriff gegen Interessen der Bundesrepublik handelt in Deutschland, dann sind wir zuständig. Und auch als Ansprechpartner für die Wirtschaft, die wir eben auch im Rahmen unseres Wirtschaftsschutzes vor derartigen staatlich gesteuerten Angriffen schützen müssen. André Hahn. Ja, Herr Haldenwang, auch ich wünsche Ihnen natürlich eine glückliche Hand bei Ihrer Tätigkeit. Sie werden sicherlich etwas aufgeschlossener, offener sein gegenüber dem Parlament als Ihr Amtsvorgänger. Meine Skepsis bezog sich ja darauf, dass Sie viele Jahre Gefolgsmann eng an der Seite von Herrn Maaßen gewesen sind. Und deshalb möchte ich Sie gerne fragen, was werden Sie denn anders machen als Präsident, als Hans-Georg Maaßen es getan hat? Und der zweite Punkt, wir haben Personaldebatten beim BfV, beim BND. Beim BfV soll es sogar eine Verdopplung der Mitarbeiter perspektivisch geben, der Mitarbeiterzahlen. Und parallel dazu haben wir hunderte unbesetzte Stellen. Und wie passt das zusammen? Die Frage geht sowohl an das BfV als auch an den BND. Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter Dr. Hahn. Ich habe viele Jahre sehr eng und vertrauensvoll mit Herrn Dr. Maaßen zusammengearbeitet und wir haben, was die Führung des Amtes anging, ein hohes Maß an Einvernehmen gehabt, wie das inhaltlich auszurichten sei, wie es organisatorisch und in seiner Entwicklung auszurichten sei. Da gibt es natürlich immer in Details oder auch schon mal in grundsätzlichen Fragen
unterschiedliche Auffassungen. Das darzustellen gehört aber, glaube ich, nicht in den Rahmen dieser Anhörung. Sie werden sehen, dass ich jetzt mit Übernahme meines Amtes bestimmte Akzente anders setzen werde. Darüber war ich vorher mit Herrn Maaßen gelegentlich auch im Gespräch. Da hatten wir manchmal unterschiedliche Auffassungen. Jetzt bin ich der Präsident, jetzt setze ich die Akzente. So wird sich das entwickeln. Und vielleicht haben Sie schon aus verschiedenen Antworten von mir herausgehört, dass es eben auch eine gewisse tendenzielle Veränderung gibt. Ich habe das Thema Rechtsextremismus sehr stark betont. Und das tue ich nicht von ungefähr, sondern ich glaube schon, dass es notwendig ist. Aber auch gerade wegen der ganz aktuellen Entwicklungen, die wir jetzt eben wahrnehmen. Die Situation ist heute möglicherweise schon wieder eine andere als vor einem Jahr. Dass wir wegen dieser neuen Entwicklungen diesem Thema mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. Und da ist es notwendig, dass wir mehr Personal bekommen. Eine Verdoppelung würde ich jetzt nicht anstreben. Das geht auch mit weniger. Und ich sagte vorhin schon mal, das, was zuwächst, muss auch in den Apparat integriert werden können, ausgebildet werden, fortgebildet werden. Sonst haben wir nichts von den Leuten. Die stehen uns sonst im Weg. Aber wenn man das in einer vernünftigen Weise macht, und ich glaube, jetzt hier in den vergangenen Jahren ist das in einer solchen vernünftigen Weise geschehen, dann können wir das stemmen. Ich sprach gerade davon, in diesem Jahr 500 Neueinstellungen. Das ist mehr, als wir im letzten Paket eben bewilligt bekommen haben. Das heißt, das, was jetzt noch da an freien Stellen da ist, werden wir perspektivisch im kommenden Jahr besetzt haben. Nicht viel anders verhält es sich auch beim BND. Es ist kein Gegensatz, dass zur Bewältigung neuer Aufgaben oder zur Intensivierung der Bearbeitung alter Aufgaben einerseits Personalwünsche vorgebracht werden und andererseits es ein beträchtliches Maß an noch offenen Stellen gibt. Das ist zum einen ganz normaler Behördenalltag, weil einfach die Besetzung dieser Stellen Zeit braucht. Zum anderen, der BND befindet sich in diesem und sehr wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch in einer Sondersituation insofern, als natürlich der Umzug auch eine ganze Zahl von ungeplanten Abgängen zur Folge hatte. Insofern hat sich eine Zeit lang dieses Gap zwischen besetzten Stellen und gewünschten Stellen etwas vergrößert. Wir haben neue Stellen hinzubekommen. Es sind einige Stellen frei geworden, unerwarteterweise dadurch, dass uns Leute verlassen haben. Und dann kommt hinzu, dass eben der Einstellungsprozess in den Sicherheitsbehörden seine Zeit braucht. Sie wissen das mit der Sicherheitsüberprüfung, das dauert lange. Wir haben an etlichen Stellschrauben dieses Prozesses gedreht. Wir haben die Flaschenhälse geweitet, die bestanden haben dadurch, dass wir eben entsprechendes Personal jetzt eingesetzt haben, verbreitet in der Personalabteilung, um eine regelrechte Recruiting-Offensive zu starten. Wir haben die Bearbeitungsdauer dadurch der einzelnen Vorgänge verkürzt. Wir haben große offensive Maßnahmen gestartet, um uns auf dem Arbeitsmarkt zu präsentieren, zu werben, bekannt zu machen. Mit großem Erfolg übrigens. Wir haben im vergangenen Jahr 8.000 und in diesem Jahr 10.000 Bewerbungen und sind durchaus in der Lage, daraus auch die besten Köpfe zu gewinnen. Auch wir haben unsere Einstellungszahlen mehr als verdoppelt, seitdem ich im Amt bin. Ich habe mit dieser Initiative erreicht, dass wir im vergangenen Jahr 350, in diesem Jahr sehr wahrscheinlich 400 und im nächsten Jahr dann noch mehr Neueinstellungen generieren. Und auch hierbei sind wir in der Lage, diese Lücke auf einer verantwortungsvollen Zeitstrecke zu schließen. Andrea Lintholz. Ja, ich will noch mal zurückkommen auf die Lageeinschätzung zu terroristischen Bedrohungen. Und die Frage richtet sich an alle drei. Wo sehen Sie auf internationaler Ebene vielleicht die größte oder die größten terroristischen Herausforderungen? Wo sehen Sie vielleicht auch Bedrohungen der Zukunft, die noch nicht akut sind, aber die sich möglicherweise zum Gefährdungspotenzial entwickeln können? Das geht an alle drei und an Herrn Haldenwang noch mal ergänzen, die Herausführung zu Chemnitz und die Mobilisierung in den sozialen Netzwerken. Was kann man da in Zukunft tun? Wie kann man, mit welcher Strategie kann man da entgegenwirken oder sich selber auch besser aufstellen an der Stelle? Wenn Sie gestatten, fange ich an, weil Sie nach dem internationalen Bezug des Terrorismus gefragt haben. Wir sehen natürlich auf der einen Seite eine Zurückdrängung des IS, der bisher die größte Gefahr gewesen ist, durch seine Fähigkeit im Ausland konzertierte und bestens organisierte Anschläge größeren Ausmaßes zu organisieren.
Der IS ist natürlich zurückgedrängt, er hat Territorium verloren, er hat Leute verloren, er hat auch Strukturen eingebüßt, mit denen man solche Anschläge organisieren konnte, aber er ist nicht unschädlich. Er ist wieder gewechselt in die asymmetrische Struktur, er ist wieder in den Untergrund gegangen und mit den Leuten, die in seiner Führungsriege noch in der Lage sind, dieses zu organisieren, ist er nach wie vor bestrebt, im Ausland Schaden anzurichten. Die Verfahren dazu und die Mittel haben sich geändert. Es wird nicht mehr mit irgendwelchen Hit-Teams gerechnet, die konzertiert, wie in dem Beispiel Bataclan in Frankreich, in die Länder reisen, sondern es wird mehr Wert darauf gelegt, übers Internet zu motivieren, zu mobilisieren, insbesondere Einzeltäter zu finden, Leute zu radikalisieren und dann auch dazu zu bewegen, Schaden anzurichten und das mit immer einfacheren Mitteln, ob das jetzt der Messeangriff im Lebensmittelgeschäft in Hamburg gewesen ist, ob das der Rizinbomber in Köln gewesen ist, ob das kleinere oder mittlere Sprengstoffattentate gewesen sind. All diese Dinge bleiben virulent möglich. Und hier müssen wir auch gegebenenfalls mit einer gewissen technischen Diversifizierung rechnen, mit neuen Methoden, die sich vielleicht in dem Gebrauch von Drohnen oder in der Beeinträchtigung des Flugverkehrs niederschlagen können. All das sind Gefahren, die wir im Blick haben müssen und die auch in Zukunft Bedrohungen leider wahrscheinlich machen. Kann ich eben einfach auch nur bestätigen, Terrorismus ist ein internationales Problem, findet an vielen Brandherden der Welt statt. Und im Zeichen der Globalisierung gibt es eben auch diesen Austausch von Terroristen und Reisebewegungen von Terroristen, was ich, wie Herr Dr. Karl ausgeführt hat, zurzeit auch nicht für das primärste Problem halte. Aber es gibt es und wir müssen das in Betracht ziehen. Deshalb ist eben auch die internationale Zusammenarbeit, die enge Abstimmung mit den Partnern außerordentlich wichtig. Und zwar auch in solchen Ländern, wo wir möglicherweise sonst nicht so ganz ordentlich mit zusammenarbeiten können. Aber wenn es um die Verhinderung von Anschlägen geht, dann ist eben auch in diesen Feldern Zusammenarbeit erforderlich. Soziale Netzwerke in Chemnitz, in der Tat. Also da haben sich innerhalb eines Tages, innerhalb von Stunden haben sich eben dann die Aufrufe zur Teilnahme an den entsprechenden Demonstrationen und Veranstaltungen und so weiter verbreitet, und zwar bundesweit. Das zeigt, es gibt schon jetzt diese intensive Vernetzung und man erreicht eben die Szene und es gibt dann durch entsprechende Likes die Möglichkeit, sowas also fünfstellig weiter zu verbreiten innerhalb kürzester Zeit. Dass das so ist, das können auch Sicherheitsbehörden nicht verhindern und wollen sie auch gar nicht. Kommunikation per se ist ja nicht schlecht, nur wenn sie zu falschen Zwecken erfolgt. Und da ist wichtig, dass wir da eben Einblick haben. Wenn das offene Kommunikation ist, in vielen dieser Bereiche, auch Chemnitz betreffend, haben wir mitplotten können, welche Aufrufe da waren. Das war ja öffentlich und konnten wir insofern auch den Sicherheitsbehörden vor Ort wichtige Hinweise geben. Aber zum Beispiel, das Ganze startete mit der Demonstration der Hooligans. Die haben kommuniziert in geschlossenen Netzwerken und waren immerhin in der Lage, 1000 Personen innerhalb von wenigen Stunden auf die Straße zu bringen und sehr gewaltorientiert. Und hier ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass man eben auch Einblick in solche geschlossenen Kommunikationen bekommt. Das ist uns zurzeit mit den technischen und rechtlichen Möglichkeiten eben noch nicht gegeben. Wir haben von unserem gesetzlichen Auftrag her weniger mit internationalen Bedrohungen zu tun, sondern mehr mit den Bedrohungen aus der Bundeswehr selbst heraus. Da sehe ich das Hauptrisiko im Grunde genommen in einem sich radikalisierenden Einzeltäter als Innentäter, der letztlich aus allen extremistischen Phänomenbereichen kommen kann. Ich möchte aber auch das Risiko möglicher Netzwerkbildung keineswegs hier ausschließen. Auch wenn wir darauf derzeit keine Hinweise haben, bieten natürlich insbesondere auch die modernen Kommunikationsformen und Methoden Möglichkeiten, hier zu Zusammenschlüssen zu kommen und sich damit auch gemeinsam zu radikalisieren. Das stellt uns auch in technischer Hinsicht natürlich vor erhebliche Herausforderungen. Burkhard Lischka.
Ja, vielen Dank. Herr Haldenwang, jetzt sind Sie seit gestern Präsident. Jetzt wird mich mal weniger interessieren, was Sie anders machen als Herr Maaßen. Das interessiert wahrscheinlich viele Journalisten, aber da kann sich jeder sein Urteil irgendwie dann entsprechend bilden nach 100 Tagen. Ich würde Sie einfach mal positiv fragen. Was haben Sie sich für die ersten 100 Tage vorgenommen? Wo sagen Sie jetzt auch aufgrund Ihrer großen Expertise und Kenntnisse über das BfV da richtig jetzt ein Hauptaugenmerk drauf? Gibt es so etwas wie ein Programm für die ersten 100 Tage? Und die zweite Frage, die sich da anschließt, da bin ich dann doch ein bisschen hellhörig geworden bei Ihren Ausführungen zum GETA, zum gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum. Sie haben gesagt, wir müssen da besser zusammenarbeiten. Können Sie das vielleicht noch mal etwas konkretisieren? Wo sehen Sie da im Augenblick die größten Mankos? Sie haben diese Verantwortlichkeiten, glaube ich, zu Recht angesprochen. Wie sieht denn diese Zusammenarbeit idealtypischerweise aus Ihrer Sicht? Und andersherum aber auch gefragt, was hat sich denn aus Ihrer Sicht im GETAZ in der Zusammenarbeit möglicherweise auch verbessert seit den Erfahrungen mit Anis Amri und dem Breitscheidplatz? Ja, ich springe voll ins kalte Wasser in meinen ersten 100 Tagen. Und es ist ja auch nicht so, dass ich hier irgendwie, jetzt ein anderes Beispiel, Neuland betrete. Es gibt bestimmte Dinge, die fortzusetzen sind. Wir befinden uns gerade in einem Prozess der Neuorganisation. Aufgrund eben des großen Personalzuwachses müssen wir unser Amt neu organisieren. Das bedeutet beispielsweise eine neue Cyberabteilung einzurichten. Die Zentralabteilung muss neu ausgerichtet werden. Die Arbeitsteilung zwischen Köln und Berlin muss neu überdacht werden. Und in Berlin müssen eben auch neue Bereiche angesiedelt werden. Das ist ein Prozess, der ist in Gang und muss mit Nachdruck verfolgt werden, damit wir da schnell auch in den neuen Organisationsstrukturen arbeitsfähig sind. Inhaltlich ist für mich ein wichtiges Thema, was ich schon mehrfach angesprochen habe, jetzt für die kommenden Wochen, die Auswertung eben des vorliegenden Materials zur Partei AfD und die Empfehlung, die dann eben das Bundesamt zu diesem Thema Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres treffen wird. Uns geht es darum, das sehr sorgfältig, korrekt, objektiv zu machen, fehlerfrei zu machen. Und dann haben wir aber auch einen belastbaren Vorschlag. Zum Thema GETAZ. Ich glaube, man hat aus der Causa Anis Amri, hat man schon viel gelernt. Man hat eben gelernt, dass es doch wichtig ist, Sachverhalte auch gemeinsam dann weiter zu diskutieren, wenn sie vielleicht schon nicht mehr so brisant sind. Dass es auch wichtig ist, Sachverhalte auch noch, die vielleicht schon etwas nachrangig erscheinen, zumindest weiter mitzuplotten, wie sie sich entwickeln. Ich würde mir aber wünschen, dass es da eben so eine Stelle gibt, oder das müssten auch wir im Hause so tun, dass man die einzelnen Fälle tatsächlich nachverfolgt, auch wenn man sie an eine andere Stelle abgibt, dass man dennoch immer den Kenntnisstand behält, wie entwickelt sich der Fall weiter und wie wird er bearbeitet, sodass man gegebenenfalls hier noch Einflussmöglichkeiten hätte. Und tatsächlich der wichtigste Aspekt aus meiner Sicht wäre eben, dass man, sollte es mal eben zu Disharmonien kommen, zu unterschiedlichen Auffassungen, dass es dann eine Stelle gibt, die dann auch mal den Knoten durchschlägt und sagt, wo es lang geht. Konstantin von Nutz. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nur weil das die erste Tickermeldung ist, die von dieser Anhörung ausgeht, erlaube ich mir die Anmerkung, weil wir über Going Dark reden und so. Und weil Sie es eben nochmal ansprachen, Herr Haldenwang, es ist natürlich das Mitplotten und die technisch und rechtlichen Hürden, die da sind, das ist ja das eine. Das Problem ist eben, dass es massive auch verfassungsrechtliche Hürden gibt. Und ich glaube, da habe ich eben bei dieser Diskussion, die wir mit den Behörden seit vielen Jahren führen, wie man das verfassungsrechtlich gut macht, dass das Bestand hat. Da habe ich auch noch nicht so viel Konkretes gehört. Und wir haben ja vorhin gehört, die großen Herausforderungen, fand ich gut, dass Herr Karl das angesprochen hat, sind ja Länder, die sich zu vielleicht von teilweise sogar demokratischen Zuständen in autoritäre Regime wandeln. Und deswegen ist es eben auch ganz besonders wichtig, finde ich, dass wir alle, auch die Sicherheitsbehörden, diese verfassungsrechtlichen Hürden klar benennen und
die auch in ihrem Schutzgedanken wertschätzen. Das wollte ich jetzt noch einmal loswerden. Meine Frage ist aber, weil wir so viel über Cyber reden, wollte ich mal über ganz klassische Spionageabwehr reden. Und da interessiert mich die Schnittstelle zwischen dem BND und dem BfV. Und die analoge Spionage. Nicht? Wir wissen ja seit der NSA, dass wir den 360-Grad-Blick, den wir vermeintlich schon vorher hatten, jetzt noch mal geschärft anwenden. Aber vor dem Hintergrund von Skripal und Khashoggi und aber auch in Deutschland irgendwie Entführungen, die am helllichten Tag hier in Berlin stattfinden, kann man ja schon den Eindruck gewinnen, dass der Ton international so ein bisschen ruppiger wird, was so ganz klassische Spionage, Übergriffigkeiten auch in Deutschland beinhaltet. Wie arbeiten Sie da zusammen? Wo ist die Schnittstelle zwischen dem zuständigen für Spionageabwehr zuständigen BfV und dem ja nun auch irgendwie international involvierten BND, der ja auch eine eigene Perspektive hat, eigene Kooperationen? Wie tauscht man sich aus und kommt zu guten Ergebnissen in diesen schwierigen Zeiten? Ja, das ist in der Tat eine sehr spannende Materie. Wie in anderen Feldern auch ist die Spionageabwehr in der Tat eine Materie, in der die Zusammenarbeit zwischen BfV und BND in einer sehr bewährten Praxis Hand in Hand geht. Wir als Bundesnachrichtendienst klären, was die Spionageaktivitäten angeht, auf, was andere uns nicht eben wohlwollend gesinnte Staaten für Absichten haben, mit welchen Zielen sie ihre entsprechenden Organe beauftragen und welche Strukturen diese Organe haben. Das ist sozusagen das abstrakte Setting der Gegenseite, was wir versuchen, so präzise wie möglich aufzuklären, Aufträge und Mittel. Und diese Erkenntnisse teilen wir dem Bundesamt für Verfassungsschutz mit, insbesondere dann, wenn sich das materialisiert in Aktivitäten Richtung Deutschland. Und was auf der anderen Seite des Schreibtisches dann gemacht wird, auf der anderen Seite der Grenze, das kann dann Herr Haldenwang aufführen. Zunächst möchte ich bestätigen, dass da eben tatsächlich eine sehr enge, auch einzelfallbezogene Zusammenarbeit zwischen unseren Häusern stattfindet. Und von Zeit zu Zeit treffen wir uns auch auf Leitungsebene, um ganz grundsätzlich zu besprechen, wie diese Zusammenarbeit noch weiter intensiviert und verbessert werden kann. Aber das läuft gut. Von Zeit zu Zeit erstellen wir auch gemeinsame Berichte zum Thema Spionageabwehr. Ja, wir haben den Blick zu richten auf das, was in Deutschland passiert. Und da ist es leider eben auch so, dass der Bereich Spionage ja ein dynamisch wachsender Bereich ist. Und das nicht nur wegen des zusätzlichen Bereichs Cyberangriffe, sondern die ganz klassische Spionage mit Human-Instrumenten nimmt erkennbar zu. Und auch da müssen wir unsere Aktivitäten ausbauen. Gestatten Sie mir noch kurz eine Anmerkung. Wir sind das Bundesamt für Verfassungsschutz und wir wollen die Verfassung in jeder Hinsicht schützen, auch was die Grundrechte der einzelnen Bürger angeht. Insofern ist es für uns ein selbstverständliches Anliegen, dass wir nur solche Forderungen geltend machen oder solche Wünsche hegen, die sich im verfassungsrechtlichen Rahmen bewegen. Danke. Roman Rösch. Ja, noch mal eine Frage an Herrn Haldenwang. Wir sprachen vorhin über die Schwerpunktverlagerung in Ihrem Haus. Können Sie das zeitlich einordnen? Gab es konkrete Anlässe, die zu einer Änderung der Lageeinschätzung veranlasst haben? Gab es eventuell, sagen wir, politische Wünsche, die vordringlich zu erfüllen waren? Oder wie verhielt sich das? Das Bundesamt für Verfassungsschutz arbeitet nach dem Bundesverfassungsschutzgesetz. Dort sind unsere Aufgaben und Zuständigkeiten geregelt. Und aus dem Bundesverfassungsschutzgesetz ergibt sich, in welchen Fällen wir mit welcher Intensität tätig werden oder auch nicht. Politische Vorgaben würde ich strikt zurückweisen an dieser Stelle. Die vereinbaren sich nicht damit, die gibt es aber auch nicht. Was ist für uns Anlass, vielleicht eben auch tatsächlich die Prioritäten anzupassen, zu verschieben? Ereignisse, wie wir sie jetzt zuletzt in Chemnitz, aber nicht nur Chemnitz, um das mal ein bisschen auszuweiten, sondern eben auch in anderen Städten in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland, zum Beispiel in Dortmund. Solche Dinge, wie wir sie jetzt zuletzt erlebt haben und dann vor allen Dingen eben auch
in den Ausprägungen, wie wir sie erlebt haben, dass auf einmal eine Vernetzung stattfindet, unterschiedlicher Gruppierungen, was wir vorher nie hatten. Da sind auf einmal rechtsextreme Neonazis, die kooperieren mit Hooligans und Rockern, die ja nicht per se Rechtsextremisten sind, aber auf einmal kommt es da zu dieser Melange und man vernetzt sich eben auch in den sozialen Medien. Da werden Ideologien geteilt, Auffassungen geteilt, das alles eben unter diesen großen Stichworten Fremdenfeindlichkeit, da baut sich was auf. Das sind für uns Anlässe, in dieses Themenfeld eben jetzt genauer hinzuschauen, insofern auch eben die Prioritäten etwas umzusteuern. Genauso natürlich wie die Wahrnehmung, dass wir eben die Fälle, ich habe sie ja alle aufgezählt, auch von rechtsterroristischen Strömungen hatten. Wir müssen da sehr wachsam sein. Immer wieder tauchen in letzter Zeit solche Dinge auf wie Bürgerwehren. Und wie schnell dann eben aus einer Bürgerwehr vielleicht eine terroristische Gruppierung werden kann, auch das haben wir eben am Rande der Ereignisse von Chemnitz mitverfolgen müssen. Alles Anlässe, wo ich jedenfalls meine, die müssen dann eben auch zu einem Nachdenken führen, wie man die Prioritäten setzt. Und solche Anlässe hat es in der Vergangenheit eben auch schon vielfach gegeben. Ein islamistisch-terroristischer Anschlag lässt uns vielleicht lernen, dass wir irgendwo Dinge übersehen haben, die wir anders machen müssen, und dann werden wir uns neu ausrichten. Also das muss ein dynamischer Prozess bleiben. So, meine beiden Fragen gehen an Herrn Dr. Gramm und wahrscheinlich in erster Linie an Herrn Hallenwang. Herr Hallenwang, der Themenkomplex Hassprediger, der diese Woche in der ARD ja nochmal stark thematisiert wurde, würde mich interessieren, wie groß ist dieses Bedrohungspotenzial? Ist das, um an Uli Grötsch anzuknüpfen, ein Hinterhofmoscheenproblem oder auch eins der großen, bekannten, vielen? Und wenn wir da so unerfolgreich beim Ausweisen sind, wie es in dem Beitrag gebracht wurde, woran liegt das Ihrer Meinung nach? Erster Themenkomplex, zweiter Selbstverwalter und Reichsbürger. Würden Sie mir zustimmen, dass das Extremismus ist oder gehe ich da zu weit? Oder gar fundamentaler Extremismus? Und wenn Sie mir eher zustimmen, warum verniedlichen wir dann das Phänomen, indem wir die Begriffe benutzen, die sich selbst geben? Vielleicht zunächst zu dem Thema Hassprediger, da fühle ich mich jetzt angesprochen. Wir beobachten also diese ganze Szene auch sehr intensiv, und das, was wir in dieser Fernsehsendung sehen konnten, war für uns, auch was diese verschiedenen Organisationen anging, nicht neu. Es ist in der Tat ein feststellbarer Effekt, dass also insbesondere nach dem Verbot des Vereins Die wahre Religion, nach der Beendigung der Lease-Kampagne, dass sich die Salafisten in die Hinterhofmoscheen zurückgezogen haben. Und man hat auch gelernt, dass man konspirativ sein muss, damit man nicht verboten wird. Insofern finden also in den öffentlich zugänglichen Moscheen finden solche Hasspredigen seltenst statt, weil die dort Verantwortlichen um die Gefahren wissen und dann eben entsprechende Hassprediger für solche Zwecke nicht einladen. Aber in den Hinterzimmern findet was statt. Und hier ist das große Problem, man könnte natürlich jetzt mit Verboten vorgehen, aber hier ist nicht immer auszumachen, ja, haben wir hier überhaupt eine festgefügte Gruppierung, gegen die wir vorgehen können. Das sind häufig so Zufallszusammenkünfte mit unterschiedlichen Beteiligten. Das erschwert eben die Bewertung dessen, was geschieht, enorm. Und es ist eben vielfach auch, weil das ganz regionale Bezüge hat, eine Länderangelegenheit, die von unseren Kolleginnen und Kollegen bei den Landesämtern zu bewerten wären. Was können wir tun? Wichtig ist, dass wir verhindern, dass sogenannte Reiseprediger überhaupt erst einreisen. Wir sind da auch in einem guten internationalen Austausch und kennen diese Szene der Reiseprediger. Und immer wenn es uns möglich ist, lassen wir die dann eben entsprechend listen und verhindern eine Einreise direkt durch die Bundespolizei. Da sind wir schon teilweise recht erfolgreich.
Was die Ausweisung hier im Lande auffälliger Prediger angeht, ist es natürlich eine Angelegenheit, insbesondere der Ausländerbehörden, auf die wir dann allenfalls initialisierende Einflüsse haben. Oder wir können solche Themen eben auch besprechen in der AG Status im GTAZ. Und sowas findet auch verstärkt statt. Was das Thema Reichsbürger angeht, über die Begrifflichkeit kann man sicherlich nachdenken. Wir sehen diese Gruppierung als eine Gruppierung sui generis. Das sind eben nur zum Teil Rechtsextremisten. Wenige hundert würde man in diese Schublade stecken. Aber was sie eben alle gemeinsam ablehnen, ist natürlich das deutsche Staatskonstrukt. Unsere Verfassung wird eben negiert, abgelehnt. Deshalb sind sie Beobachtungsobjekt. Ist das Extremismus? Eine eigene Form, sui generis, würde ich schon sagen. Ja. Vielleicht kann ich an der Stelle ein bisschen ergänzen aus unserer Erfahrung. Natürlich gibt es auch in der Bundeswehr einige wenige, in Anführungszeichen, Reichsbürger. Wir haben aber mittlerweile gelernt, dass wir in jedem Einzelfall da wirklich genau hinschauen müssen, was verbirgt sich dahinter. Also das ist ja keine feste, geschlossene Organisation, sondern ich hatte vorhin von gesellschaftlichen Graubereichen gesprochen. Und ich denke, die Reichsbürger sind ein schönes Beispiel, ein schöner Anwendungsfall dafür, dass sich solche feste organisatorische Strukturen eben nicht finden, sondern das hat eben teilweise auch, muss man sagen, so einen modischen Aspekt. Man macht einen Zaun um sein Grundstück, stellt ein Schild dran und sagt, das ist das Reichsgebiet Christoph Gramm und jeder, der hierher kommt, muss erstmal einen Ausweis stempeln. Ist das jetzt ein Spinner oder ist das jemand, der die Bundesrepublik Deutschland in ihrer staatlichen Verfassung zutiefst ablehnt? Was ich damit sagen will, wir schauen in jedem Einzelfall hin, finden wir hier extremistische Bestrebungen, also insbesondere eine aggressive Ablehnung unserer Verfassung, unserer Grundwerte. Und erst recht, wenn es um, und auch da gibt es Grenzbereiche, um Gewaltbereitschaft geht, Stichwort Reichsbürger und Waffen, da wird das Thema dann natürlich brisant. Für die Bundeswehr haben wir sowas allerdings noch nicht festgestellt. Dankeschön, dann sind wir bei Patrick Sensburg. Herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich an sowohl, ich sag mal so, den Grenzbereich zwischen militärischer Nachrichtengewinnung und dem BND, der das ja weitestgehend macht. Also mein Problembereich ist, gibt es bei der zukünftigen Entwicklung aus Ihrer Sicht eine Notwendigkeit, stärker zu differenzieren zwischen strategischer Aufklärung im Ausland zum Force Protection oder auch zur operativ-militärischer Aufklärung, zum Beispiel im Bereich Objektsicherung, Wirkungsfähigkeit von Waffen auf deutsche Einrichtungen im Ausland, in den Einsatzländern speziell, auf den Bereich Cyber Defense. Wie sieht da die Überschneidung zwischen den beiden Diensten aus? Gibt es da aus Ihrer beider Sicht, den Verfassungsschutz sehe ich da jetzt nicht im Kern betroffen, Notwendigkeit, einmal über die Aufgabenabgrenzung nachzudenken? Oder passiert das aus Ihrer Sicht in der Tätigkeit fließend, dass man so verzahnt ist, dass man jetzt nicht hier über das Regelwerk, die gesetzlichen Grundlagen nachdenken muss, sondern oder wäre das ein Punkt bei vermehrt einem höheren Anteil an deutschem Burden-Sharing internationaler Einsätze, dass man da sagt, da wird sich auf lange Sicht was tun, da müssen wir drüber nachdenken. Ich könnte es weiter konkretisieren, aber ich will Ihre Breite der Fragebeantwortung nicht hemmen. Vielleicht fange ich mal an, bevor der Kollege Gramm das dann vielleicht aus seiner Perspektive ergänzt. Also zum einen ist unser Auftrag die strategische Aufklärung. Wir sind natürlich bestrebt, die Bundesregierung, aber auch die Bundeswehr darüber zu unterrichten, welche militärisch-strategischen Herausforderungen es gibt. Das klären wir auf. Wir sind natürlich auch beteiligt an der Force Protection. Das ist ganz klar. Dort, wo die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im Auslandseinsatz sind, kommt dem Bundesnachrichtendienst auf Anforderung die Aufgabe zu, auch hier
aufzuklären. Das betrifft natürlich die Fruchtbarmachung unserer Aufklärungsergebnisse jener Regionen, die wir ohnehin auf dem Schirm haben. Es betrifft aber auch die ganz konkrete Situation der einzelnen Kontingente vor Ort. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Aufklärung zu leisten, außerhalb der Kontingente wie von den Kontingenten selber aus. Das geht dann auch schon auf die taktisch-operative Ebene herunter. Und die Schnittstelle mit dem militärischen Abschirmdienst, aber auch die Schnittstelle mit der Bundeswehr selber, ist eben genau da, wo es um die Abschirmung der konkreten Liegenschaften geht, um die der konkreten Einsatzorte. Diese Dinge sind auch im Fluss. Auch hier ist es nicht mehr so wie in den Anfangszeiten in Afghanistan, wo es das große zentrale Lager gab, was von innen heraus vom MAD geschützt und von außen heraus vom Bundesnachrichtendienst mit aufklärerischer Unterstützung geschützt wurde, sondern auch hier diversifizieren sich die Strukturen. Die beiden Nachrichtendienste arbeiten aus meiner Wahrnehmung heraus da in der Praxis schon bereits jetzt sehr gut zusammen. Und alles, was darüber hinaus an gegebenenfalls Änderungsbedarf besteht, wird gemeinsam mit unseren Aufsichtsbehörden diskutiert. Ja, vielleicht kurze Ergänzung. Ich glaube, das entscheidende Stichwort ist, dass sich die Einsatzwirklichkeit im Lauf der letzten Jahre und Jahrzehnte doch deutlich gewandelt hat, wo wir früher in einem einzigen Großlager im Ausland praktisch untergebracht waren, haben wir es jetzt mit einer starken Dislozierung zu tun, mit vielen Stellen, wo deutsche Soldatinnen und Soldaten unterwegs sind und auch mit den entsprechenden Verbindungslinien, die es mit abzusichern gilt. Das stellt das ganze Thema Force Protection natürlich vor ganz neue Herausforderungen. Und hier befinden wir gerade auch wir beide uns in ständigem engen Gespräch, was wir tun können, um die Situation auch gerade mit Blick auf diese geänderte Einsatzwirklichkeit zu verbessern und noch effektiver zu werden. Ursprünglich waren wir mal aufgestellt worden, vor allem auch, wie Sie das schon gesagt haben, für den Innentäterschutz im Auslandseinsatz. Da geht es auch um Ortskräfte, um die Überprüfung der Ortskräfte, die im deutschen Kontingent tätig sind. In vielen Bereichen haben wir gar nicht mehr viele Ortskräfte, aber wir haben viele Verbindungslinien, viele Wege, die abgesichert werden müssen. Das stellt uns vor neue Herausforderungen, da befinden wir uns im Gespräch. Stefan Thomé. Vielen Dank. Ich würde in der zweiten Runde gerne meine Frage an Dr. Gramm richten. Im Zusammenhang mit der Aussetzung der Wehrpflicht ist weithin befürchtet worden, dass die, sagen wir mal, die Bundeswehr als Querschnitt der Bevölkerung nicht mehr sich so darstellen würde, sondern dass die Bundeswehr anziehen würde, sehr, sehr viele Menschen aus gerade einem rechten, auch rechtsextremen Spektrum. Jetzt habe ich Sie so verstanden, dass Sie sagen, Ihre Zuverlässigkeitsprüfung ist da schon ein Abwehrmechanismus, um dafür Sorge zu tragen, dass die Bundeswehr sich eben nicht dahin verändert, dass sie zu einem Sammelbecken rechter, rechtsextremer Soldaten würde. Vielleicht können Sie da noch ein oder zwei Sätze dazu sagen. Meine Frage ist aber, wie geht das dann weiter? Wenn Sie nun jemanden bei dieser Zuverlässigkeitsprüfung identifizieren als jemanden, der solches Gedankengut trägt, dass Sie sagen, den können wir in der Bundeswehr nicht brauchen, dann wird es da zwei Gruppen geben. Die einen, von denen Sie zum Ergebnis kommen, das ist zwar jemand, der nicht als Soldat in Betracht kommt, aber nun keine Gefahr darstellt für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Es wird aber vielleicht auch ein Paar geben, bei denen Sie zu dem Ergebnis kommen, das ist schon jemand, den wir nicht einfach jetzt hier abschließen können bei uns als Vorgang im Bewerbungsverfahren der Bundeswehr, sondern der vielleicht auch weiterhin überprüft werden sollte von anderen Sicherheitsbehörden, den Polizeibehörden oder eben dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Und das wäre jetzt nun meine Frage, wie muss ich mir diesen Vorgang vorstellen? Wie geht das in solchen Fällen weiter? Ist das dann ein Fall, der im GTAZ definiert und diskutiert wird? Und das ist jetzt genau meine Frage an Sie. Als Frau Kollege von Notz, Herrn Haldenwang, nach dem GTAZ-Gesetz fragte eine Frage, ob das vielleicht gesetzlich klar gefasst werden sollte, hielt Haldenwang das für vorstellbar. Vorstellbarkeit ist nun eine Frage persönlichen Vorstellungsvermögens, keine politische Einordnung. Mich würde es Ihr Blick auf diese Frage interessieren. Könnten Sie sich vorstellen, dass ein Sicherheitsgewinn darin bestehen würde, wenn Fragen des Verfahrens, der Verantwortlichkeit, der Zuständigkeit nun auch gesetzlich zunächst mal diskutiert und auch definiert würden in einem GTAZ-Gesetz?
Also man muss, glaube ich, klar unterscheiden. Also zunächst Ihre erste Bemerkung ist richtig. Die Aussetzung der Wehrpflicht hat nicht zu dem ja viel erwarteten Anstieg der Fallzahlen im Bereich des Extremismus, insbesondere des Rechtsextremismus, geführt, sondern das genaue Gegenteil war der Fall. Also wir hatten vor der Aussetzung der Wehrpflicht tatsächlich im Durchschnitt pro Jahr 40 Rechtsextremisten in der Bundeswehr. Und nach der Aussetzung der Wehrpflicht bewegen wir uns um die 5 pro Jahr. Also das ist wirklich eine signifikante Änderung. Ich gehe davon aus, dass die Zahl in Zukunft jedenfalls nicht wesentlich ansteigen dürfte, weil unsere Präventionsinstrumente, die wir im Bereich der Sicherheitsüberprüfung eingebaut haben, zunehmend greifen. Trotzdem muss man klar sagen, Sicherheitsüberprüfung hat streng genommen mit Nachrichtendienst nichts zu tun. Sondern Sicherheitsüberprüfung ist ein Verwaltungsverfahren, bei dem bestimmte Informationen bei anderen Behörden abgeglichen und abgefragt werden, damit nicht versehentlich jemand, der woanders als Extremist vielleicht schon erkannt ist, etwa bei einem Landesamt, ahnungslos in der Bundeswehr seinen Dienst tun kann. Es kann in ganz seltenen Fällen natürlich vorkommen, dass bei einer Befragung einer bestimmten Person bestimmte extremistische Sachverhalte dann auch auftauchen, die nicht nur für die Sicherheitsüberprüfung von Relevanz sind, sondern in der Tat für das große Themenfeld Extremismusabwehr. In diesem Falle gibt es gewisse gesetzliche Sperren der Übermittlung dieser Informationen aus dem Arbeitsfeld Sicherheitsüberprüfung in das Arbeitsfeld Extremismusabwehr. Es muss nämlich ein sogenannter Gewaltbezug, eine Gewaltbereitschaft vorliegen und nur dann dürfen wir diese Informationen weitergeben. So steht es im Gesetz drin. Der Gesetzgeber hat das so gewollt und das setzt der Möglichkeit, Informationen unterhalb dieser Schwelle weiterzugeben, rechtliche Grenzen. Entschuldigung, ich war kurz abgelenkt. Wir sind am Beginn der dritten Runde. Uli Grüsch. Vielen Dank, Herr Haldenwang. Die erste Frage an Sie. Wie wir alle gelesen haben, gibt es für verbotene Organisationen wie etwa die verbotene rechtsterroristische Struktur Combat 18 sowas wie Nachfolgestrukturen unter anderem Namen. Wie begegnen Sie diesem Phänomen und wie schätzen Sie dessen Gefährlichkeit ein? Dann möchte ich nochmal auf die Personalsituation zu sprechen kommen. Meinem Eindruck nach haben wir als Haushaltsgesetzgeber in den letzten Jahren einen enormen Stellenaufwuchs bei allen Sicherheitsbehörden und auch bei den Diensten bewilligt. Jedoch stockt meinem Eindruck nach offenbar die Besetzung der Stellen, vor allem im Bereich des höheren Dienstes mit Blick auf den BND, Herr Dr. Karl, wenn ich das richtig sehe. Und wir wissen aus dem AMRI-Untersuchungsausschuss, Herr Haldenwang, dass die Sachbearbeiterin, die für den AMRI zuständig war, also für die Erfassung der Dokumente und so weiter über ihn, dass diese Frauen, das ist überhaupt kein Vorwurf an die Beamtin, für etwa 500 andere Menschen aus dem islamistischen Spektrum auch noch zuständig waren. Das ist natürlich etwas, dem wir begegnen wollen durch den hohen Stellenaufwuchs. Bis wann dürfen wir damit rechnen, dass sich diese Zahlen, also dass eine einzige Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter für so extrem viele Menschen zuständig ist, deutlich nach unten bewegen? Ja, vielen Dank, Herr Grütsch. Also zur Frage der Nachfolgeorganisation. Wenn wir einen Verein wie Combat 18 verbieten, dann ist es selbstverständlich, dass wir im weiteren Prozess mitplotten, was geschieht jetzt mit den einzelnen Beteiligten dieser Organisation. Der Ansatz ist tatsächlich zu beobachten, wie betätigen sich die vorhandenen Vereinsmitglieder weiter. Und wenn die Voraussetzungen dafür da sind, dass wir erkennen, hier gibt es eine Nachfolgeorganisation, oder eine Ersatzorganisation, dann wird dagegen eingeschritten. Das ist aber häufig eben nicht so selbstverständlich der Fall. Wir finden eben einzelne Protagonisten dann wieder in anderen Personenzusammenschlüssen wieder. Die verschwinden nicht vom Radar. Aber wir müssen dann eben auch prüfen, ob die Organisation, wo diese Personen sich angeschlossen haben, dann eben auch eine solche Qualität erreicht, dass wir eben ein Vereinsverbot dann beim Bundesministerium des Innern anstreben würden. Also das plotten wir sorgfältig mit und würden da tätig werden.
Aufwuchs wird bei uns realisiert. Ich hatte in der vergangenen Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums dazu die präzisen Zahlen genannt, die ich jetzt hier wegen des Öffentlichkeitscharakters nicht nennen kann. Aber ich hatte vorhin auch schon ausgeführt, dass eben mit der hohen Einstellungszahl, die wir in diesem Jahr erreicht haben und die wir mit Sicherheit auch im kommenden Jahr wieder erreichen werden, dass wir damit dann eben die noch zurzeit offenen Stellen weitestgehend besetzt haben werden. Und das geht durch eigentlich alle Felder hindurch, also auch durch alle Laufbahngruppen hindurch. Es gibt bestimmte Problembereiche, da verrate ich kein Geheimnis. IT-Personal zu gewinnen stellt uns vor besondere Herausforderungen. Aber durch ganz zielgruppenorientierte Recruiting-Maßnahmen gelingt es uns selbst da, in vorzeigbarer Zahl, die ich hier auch nicht nennen kann, dann eben Personal einzustellen. Ich kann mich da nur anschließen. Sie haben den BND noch mal kurz angesprochen. Natürlich ist sich die Leitung des BND, ist sich auch die Verwaltung des BND. Das Problem ist bewusst, was darin besteht, dass man bei einer doch deutlichen Stellenmehrung immer noch unbesetzte Stellen hat. Andererseits sind die Verfahren nicht trivial, mit denen wir diese Stellen besetzen. Auch wir können keine Abstriche bei der Sicherheit machen. Das setzt zeitliche und auch inhaltliche Hürden ein. Und wir bemühen uns, wie ich eben ausgeführt habe, diese Hürden herabzusetzen. Wir haben auch große Erfolge. Wir haben, wie gesagt, die Zahl derer, die wir einstellen können, pro Jahr inzwischen verdoppelt. Und wir werden sie weiterhin steigern. Und wir machen auch von allen möglichen Instrumenten Gebrauch, um die Aufmerksamkeit auf unseren Dienst, insbesondere was den Arbeitsmarkt angeht, zu erhöhen. Bei den Triumphen, die der BND im letzten Jahr zu verzeichnen hat, habe ich eine Sache eben vergessen. Das ist der neue Internetauftritt des Bundesnachrichtendienstes, der auch diese Thematik sehr eindrücklich behandelt. Also wenn Sie noch nicht genug haben nach dieser Sitzung und sich mit den Diensten noch befassen wollen, gehen Sie mal ins Internet und gucken, wie wir da werben. Ich habe da so meine Zweifel, ob das viele tun werden, obwohl ich es auch empfehlen könnte. Jedenfalls der öffentliche Bericht des BKGR zur Taskforce, der hat auch nicht so viele interessiert, obwohl er gar nicht so schlecht ist. Der stellvertretende Vorsitzende hat gerade eben daraus zitiert. Dann sind wir bei Dr. André Hahn. Ja, vielen Dank, Herr Karl. Wir hatten in der letzten Präsidentenanhörung das Thema Satellitenprogramm. Satellitenprogramm des BND, das sich im Aufbau befindet. Das hatten Sie bestätigt, dass es das gibt. Durch die Berichterstattung aus der Presse wissen wir inzwischen, dass es da um einen Rahmen von 400 Millionen Euro möglicherweise geht und der Projektname Georg heißen soll. Ich möchte Sie jetzt nicht zu einzelnen Punkten dieses Konzeptes fragen, das unterliegt der Geheimhaltung. Ich möchte aber zu den Kosten noch etwas wissen, generell zu den Kosten, weil ja solche Projekte oft Kostensteigerungen unterliegen. Und da habe ich drei Fragen. Welche generellen Kostenrisiko sehen Sie bei diesem Projekt? Zweitens, ein Satellit muss auf einer Trägerrakete ins All geschossen werden. Dabei ist das Risiko eines Raketenstarts mit Blick auf Unfälle insgesamt nach wie vor relativ hoch. Ist in dem Kostenrahmen, den Sie dort haben, die Versicherung für möglicherweise den Verlust eines solchen Satelliten eingeschlossen? Und es gibt dann ja auch Zahlen, die wir kennen von der Bundeswehr bei dem Projekt SARA. Auch das ist in der Zeitung gewesen, schon 2014 in der FAZ, dass dieses Projekt um 155 Millionen Euro teurer wurde, weil man vergessen hatte, die Umsatzsteuer in das Projekt einzukalkulieren. Ist in Ihrem Kostenrahmen, den Sie genannt haben, die Umsatzsteuer erhalten? Und eine ganz letzte kurze Frage an Herrn Haldenwang. Ihr Vorgänger hat immer wieder die Einführung von Hackback verlangt, also das Zurückhacken bis hin zur Zerstörung von Daten oder ganzen Servern bei Cyberangriffen. Wie ist da Ihre Position? Ich fange mal mit dem Satelliten an. Wir haben eine sehr ausgeprägte Risikokontrolle bei diesem Projekt etabliert, die sich sowohl auf Planungs- als auch auf Verwirklichungs- und auch auf Kostenrisiken erstreckt. Wir haben etliche dieser Risiken darin abgebildet, auch das Risiko der Mehrwertsteuer, die gegebenenfalls erhoben werden muss. Wir sind da noch im Gespräch. Es stehen da auch noch Entscheidungen aus. Wir haben ganz gute Argumente
dafür, dass uns dieses Risiko nicht ereilen wird. Aber eine Sicherheit haben wir dazu nicht. Gegebenenfalls muss man dann eben auch mit dem Finanzminister noch mal reden, wie dieses Dilemma zu lösen ist. Wir haben es auf jeden Fall auf dem Schirm und sind auch dabei, es anzugehen. Was die Trägerraketen angeht, so ist auch dies noch eine offene Frage. Auch hier sind natürlich gewisse Risiken gegeben, was einen Start angeht. Andererseits ist es natürlich so, dass der Bund als ein Projektträger und auch überhaupt keine Versicherungen abschließt, sondern dass Dinge, die sich in dieser Hinsicht ereignen, dann immer dem Staatshaushalt zur Last fallen. Was die Mehrwertsteuer als drittes habe ich erwähnt. Ja, was das Thema Hackback angeht, da ist es eine abstrakte Möglichkeit zum Umgang mit Cyberangriffen. Zurzeit findet ein umfassender Diskussionsprozess innerhalb der Bundesregierung statt, wie man sich zukünftig beim Thema Cyberabwehr aufstellen will, auch mit den unterschiedlichen Methoden und welche Behörden welche Aufgaben übernehmen sollen. Dieser Prozess ist im Gange und dazu kann ich nichts weiter ausführen. Wir haben unheimlich viel zu tun beim Thema Cyberabwehr. Da ist das Thema Hackback für mich zunächst nachrangig. Andrea Lindholz. Ja, ich hätte zunächst mal eine Frage noch an Herrn Dr. Kahl. Was die Migrationsströme aus Nordafrika und Subsahara-Afrika angehen, können Sie uns da vielleicht eine aktuelle Lageeinschätzung geben, wie die Situation auch in Libyen ist, auf der zentralen Mittelmeerroute, auf der westlichen Mittelmeerroute und wie sich es vielleicht auch in Zukunft aus Ihrer Sicht entwickelt? Und an alle drei nochmal die von meiner Seite jetzt abschließende Frage. Sie haben Ihre vielfältigen Aufgaben auch dargestellt, die auch Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bewältigen haben. Gibt es einen Bereich, wo Sie jeweils sagen, da wünschen wir uns noch mehr Unterstützung durch die Politik? Vielen Dank. Zunächst mal zur Migration. Wir haben unsere Kapazitäten und Anstrengungen nach oben gefahren zur Beobachtung dieses Phänomens und tun das insbesondere auch im Blick auf Afrika, sowohl auf Nordafrika, wo die Ablandungen stattfinden, als auch im Blick auf die Subsahara, wo die Flüchtlingsströme sich formen und wo die Transitländer zu beobachten sind, wo auch die Maßnahmen übrigens in den Blick zu nehmen sind, die wir in Verabredung der Bundesregierung mit den dortigen Staaten getroffen haben, um Migrationsströme zu kanalisieren, gegebenenfalls auch aufzuhalten. Diese Bemühungen haben schon Früchte gezeigt. Wir haben in Zusammenarbeit mit den Ländern Niger und Algerien zum Beispiel dafür gesorgt, dass sehr gefährliche Fluchtrouten gemieden werden. Da lassen sich auch schon deutliche Rückgänge von Migrationsströmungen nachweisen. Das betrifft die Route aus der Region Mali-Niger nach Libyen. Andererseits ist es natürlich bei so großen Phänomenen wie der Migration so, dass sich die Ströme dann andere Wege suchen. Und insofern haben wir also einen Anstieg zu verzeichnen der Migrationsbewegungen im westlichen Afrika von Marokko aus. Es war auch in den Zeitungen zu lesen, hat die Zahl der Fahrten nach Spanien deutlich zugenommen, sodass hier jetzt die Zahlen nach oben gegangen sind. Auch hier sind wir dabei, sowohl die Ursachen als auch die Begleitphänomene sehr genau zu analysieren, insbesondere die Schleuserstrukturen. Und hier gibt es durchaus auch noch Möglichkeiten, Anstrengungen zu intensivieren. Die europäischen Länder sind dabei, diesem Phänomen auf den Leib zu rücken und hier zu versuchen, ähnliche Erfolge zu erzielen wie im Fall von Libyen. Welches Gebiet hätten wir gerne noch besonders, um zusätzliche Unterstützung zu bekommen? Wir sind sowohl, was die technischen Entwicklungen angeht, als auch was die Personalaufstockungen angeht, sehr gut bedient worden in der Vergangenheit. Aber gerade was
Zukunftsthemen angeht, wie zum Beispiel die künstliche Intelligenz, die ja jetzt auch von der Bundesregierung mit einer Schwerpunktaktion versehen worden ist, da könnten wir uns vorstellen, auch selbst noch ein etwas größeres Stück vom Kuchen dazu bekommen, weil diese Technik auch aus nachrichtendienstlicher Hinsicht in mehreren Aspekten, sowohl was die Aufklärung angeht, als auch was die eigenen Fähigkeiten angeht, eine große Relevanz haben wird in der Zukunft. Ich würde mir wünschen, dass der kontinuierliche Personalaufwuchsprozess in Zukunft weiter fortgesetzt wird. Denn selbst wenn wir die Stellen, die zurzeit noch offen sind, alle besetzt haben werden, so sehe ich doch an solchen Beispielsfällen, wie sie vorhin auch hier genannt wurden, sehe ich immer noch Defizite, sodass ich weiteren Personalaufwuchs begrüßen würde. Im Übrigen gilt für das BfV genau das, was Herr Dr. Karl gerade ausgeführt hat. Im technischen Bereich müssen wir auf der Höhe der Zeit bleiben und insofern müssen wir eben auch entsprechende Technologie haben, mit der das gewährleistet ist. Also auch da würde ich mir finanzielle Unterstützung wünschen. Dann sind wir bei Burkhard Lischka. Entschuldigung. Nur ein kurzer Satz. Wir erhalten ja unsere Stellen in erster Linie vom Verteidigungsministerium. Da fühlen wir uns gut unterstützt. Die großen Themenpunkte sind natürlich auch bei uns Technik, technische Ausstattung, technische Weiterentwicklung, selbstverständlich. Worüber ich mich aber ausgesprochen freue, ist, es gibt ja nichts Schlechtes, was auch nicht doch was Gutes hat, ist, dass der Fall Franco A., so erschreckend er war, doch auch deutlich gemacht hat, dass ein abwehrender militärischer Nachrichtendienst in den Streitkräften nicht nur sinnhaft ist, sondern auch wichtig. Das war nicht immer so. Jetzt auch noch. Oh Gott. Ja, vielen Dank, Herr Haldenwank. Ich habe noch zwei Fragen an Sie. Sie haben eben gesagt, wir haben sehr, sehr viel zu tun im Bereich Cyberabwehr. Das nehme ich Ihnen sogar ab. Ich war ein bisschen überrascht, dass Sie gesagt haben, da ist die Frage Heckbeck für uns nachrangig. Deshalb würde ich wirklich mal konkret nachfragen im Bereich Cyberabwehr. Was sind denn im Augenblick die Hauptaufgaben und Probleme? Und ich versuche doch noch mal bei Heckbeck ein bisschen nachzufragen, was halten Sie denn aus Sicht des BfV dort für sinnvoll und wo sagen Sie vielleicht, wir brauchen das nicht unbedingt? Und die zweite Frage, da muss ich Sie doch mal auf eine Aussage ansprechen Ihres Vorgängers, weil so ein Wechsel an der Spitze eines Amtes bietet ja doch die Möglichkeit, Dinge auch zu versachlichen. Welche Erkenntnisse hat denn das Bundesamt für Verfassungsschutz hinsichtlich linksradikaler Teile in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands? Ja, zum Thema Cyberabwehr. Wir alle lesen ja beinahe wöchentlich in den Zeitungen von neuen Angriffen, die gegen die Bundesrepublik Deutschland gerichtet sind und die durchaus in größerer Zahl eben auch von fremden Diensten ausgehen. Die grobe Richtung, aus der diese Angriffe kommen, ist bekannt. Wir sehen Angriffe von Russland ausgehend, wir sehen Angriffe von China ausgehend, wir sehen aber auch Angriffe ausgehend von Nordkorea und dem Iran. Also es gibt vielfältige Spieler und die entwickeln sich natürlich auch technisch immer weiter. Die Angriffe werden technisch immer ausgefeilter. Insofern muss unsere Cyberabwehr immer in der Lage sein, anhand neuester Technik eben diese Angriffe auch zu identifizieren. Das ist ein technischer Ablauf. Wir müssen aber eben uns auch sehr stark koordinieren mit den Bereichen von Forschung, Wissenschaft, mit Betroffenen, insbesondere auch mit anderen Diensten. Hier findet ein sehr intensiver Austausch statt, um eben die verschiedenen Erkenntnisse zu einem Gesamtbild zusammenzuführen. Ja, und unsere Aufgabe ist es, derartige Angriffe zu erkennen, zu warnen, die betroffenen Stellen und insofern Gelegenheit zu geben, diese Angriffe dann auch abzustellen, beziehungsweise dann eben aufgetretene Schäden zu analysieren und entsprechende Maßnahmen zur Behebung dieser Schäden einzuleiten. Das Thema Heckbeck, finde ich, geht dabei ein Stück über unsere Zuständigkeit hinaus. Denn das ist aus meiner Wahrnehmung eine Frage, wie geht man dann im Weiteren mit solch einem Angriff um, wenn er dann detektiert ist und attributiert ist.
Ich würde diesen Diskussionsprozess gerne im Verantwortungsbereich der Bundesregierung, die da den deutlich besseren Überblick hat über die verschiedenen beteiligten Stellen, würde ich dort gerne weiter platzieren und dazu keine weitere Stellung nehmen. Zum Thema linksradikale Kräfte in der SPD, wenn es sowas gäbe, dann würden Sie das in unserem nächsten Verfassungsschutzbericht lesen können, Herr Lischka. Ich glaube aber nicht, dass wir eine entsprechende Passage aufnehmen werden. Bist du zufrieden, Burkhard? Ja, ja. Dann sind wir bei Konstantin von Otzow. Danke, Herr Vorsitzender. In der letzten Runde versuche ich, zwei Themen anzuschneiden. Ich bin eben etwas über die unterschiedlichen Definitionen zu den Reichsbürgern gestolpert zwischen MAD und BFV. Und ich spitze es ein bisschen zu. Das eine ist ein Graubereich und das andere ist irgendwie eine Organisation sui generis. Also ich würde gern noch mal konkret hören. Ich halte das einfach für Rechtsextremismus, was da läuft. Und dass die irgendwie esoterisch sind, also Rudolf Hess war auch esoterisch. Das macht ihn nicht zu einem geringeren Rechtsextremisten. Deswegen noch mal die interessante Frage, auch im Hinblick auf den Eigenschutz der Häuser. Ja, denn da muss man ja auch mal drüber reden. Wie ordnen Sie das ein? Und ist es nicht eine verfälschende, bis zum gewissen Grad sogar Irreführung, wenn man eben Teilorganisationen des Rechtsextremismus so Labels gibt wie Prepper oder Reichsbürger und verwischt dann nicht das Problem? Und vor allen Dingen, wie stimmen Sie dann Ihre Definition mit den Landesämtern für Verfassungsschutz ab? Dass nicht alle sozusagen mit unterschiedlichen Definitionen rumlaufen und einfach unterschiedliche Bereiche wahrnehmen. Das würde mich interessieren. Und meine letzte Frage geht an Herrn Karl. Sozusagen im Hinblick auf die Frage, klang ja eben schon an, Cyberangriffe, ist nicht Verteidigung die beste Verteidigung? Und ich will es mal so fragen, damit die 5 Minuten machbar sind. Würden Sie mir nicht zustimmen, dass diese auch hochsensible verfassungsrechtliche Frage der Hackbacks, also des Angriffs anderer Länder, anderer Territorien, dass das verfassungsrechtlich eben noch nicht geklärt ist und dass im Grunde keiner auch bei der Bundesregierung weiß, wer da zuständig sein soll und ob nicht ein Mandat des Deutschen Bundestages für solche Aktionen gebraucht wird, etc. Vielen Dank. Zunächst zum Thema Reichsbürger. Vielleicht bin ich vorhin falsch verstanden worden, als ich von einer Bewegung sui generis sprach und das so interpretiert wurde, als sei das eine homogene Gruppe. Ich kann Herrn Dr. Gramm nur beipflichten. Wir haben es hier mit einer zersplitterten Landschaft zu tun, mit ganz unterschiedlichen Motivlagen, warum man sich also von diesem Staat Bundesrepublik Deutschland abkapseln will. Und da stecken auch ganz unterschiedliche Ideologien teilweise dahinter. Da gibt es also diese antisemitischen Verschwörungstheoretiker, die sich auf das historische Deutsche Reich berufen und sagen, also, dass die Bundesrepublik nur ein Konstrukt der Besatzungsmächte sei und insofern heute nicht mehr legitim sei. Es gibt aber in großer Zahl auch einfach nur die Geschäftemacher, die also mit dieser Idee Geld dadurch verdienen wollen, dass sie Führerscheine und Ausweise verkaufen, gerne an Leuten, die bei einer Polizeikontrolle ihren Führerschein abgeben mussten und glauben, sie könnten dann mit so einem Papierstück tatsächlich dann weiterhin legal Auto fahren. Das sind aber einfach auch Menschen, die sich einfach isolieren wollen von ihrem auch staatlichen Umfeld und dann eben diesen Zaun um ihr Gelände bauen und eine Fahne hissen. All das kann man nicht in Gänze dem Rechtsextremismus zuordnen, weil einfach zu wenig rechtsextremistische Ideologie in den meisten Fällen dahinter steckt. Wenn wir das auf die Zahlen mal runterbrechen, das Gesamtpersonenpotenzial sehen wir zurzeit gemeinsam mit den Ländern erhoben bei 19.000 Personen. Und davon zählen wir also 950, die uns also bekannt sind, eben auch aus rechtsextremistischen Zusammenhängen. Die anderen haben auch krude Ideen, aber das ist kein Rechtsextremismus. Aber das ist kein Grund, das also zu verharmlosen oder nicht zu beobachten. Das tun wir. Deshalb reden wir von einer Struktur sui generis.
Das muss beobachtet werden, weil eben in dieser Form der Ablehnung unseres Staates und der staatlichen Organe diese Menschen auch gefährlich sein können. Das zeigen also immer wieder Ereignisse, wenn eben Reichsbürger, die eine hohe Waffenaffinität auch besitzen, eine ganze Anzahl von Reichsbürgern ist ja auch bewaffnet, 940 haben eine waffenrechtliche Erlaubnis noch immer, obwohl wir da versuchen, auch einzuschreiten. Die wenden sich dann gegen Staatsorgane und greifen eben Gerichtsvollzieher, Polizisten an. Da ist es zu Tötungsdelikten gekommen. Und deshalb müssen wir dann diese Gruppierung, die keine geschlossene Gruppierung ist, auch weiter im Blick haben. Wir haben da ein sehr gemeinsames Verständnis auch mit den Landesämtern für Verfassungsschutz, wo wir eben in Arbeitsgruppen uns zu diesem neuen oder eigenen Phänomen auch austauschen. Und ich glaube, mit dieser Beobachtungsweise können wir auch erfolgreich fortfahren. Vielleicht eine kleine Ergänzung. Wir unterscheiden uns in den Sichtweisen da in keiner Weise. Ein gewisses Unbehagen bei Ihnen könnte vielleicht auch daher rühren, dass wir unterschiedliche Arbeitsweisen haben. Das BfV versucht zunächst einmal, gesellschaftliche Strömung von seinem gesetzlichen Auftrag her zu erfassen und zu bewerten. Wir kümmern uns um einzelne Personen. Bisschen zugespitzt formuliert, ob der jetzt sich Reichsbürger nennt oder nicht, ist zunächst mal egal. Wir gucken, was sind dessen inhaltlichen Überzeugungen, was ist dessen Grundeinstellung zu unserer Verfassung und so weiter. Das sind die Eckpunkte, die wir abklopfen. Und dann wird er als Extremist bewertet. Nochmal zum Thema Cyberangriffe. Ich hatte eben schon kurz umrissen, was der Auftrag des Bundesnachrichtendienstes in diesem Zusammenhang ist. Wir sind bemüht und auch recht erfolgreich darin, diese Angriffsstrukturen im Ausland aufzuklären. Das geschieht, indem man sich auch in diesen Strukturen bewegt, indem man sozusagen Kontakte realisiert. Und da ist natürlich auch mehr möglich als Aufklärung. Da wäre auch Manipulation möglich. Es geht nicht immer nur um das Abschalten oder Zerstören von Servern, sondern es geht auch darum, wie man mit solchen feindlichen Strukturen so umgeht, dass sie keinen Schaden anrichten oder dass sie gegebenenfalls die beabsichtigten Wirkungen nicht erzielen, wie zum Beispiel das Abziehen von Daten. All das dürfen wir nicht, weil wir nur aufklären dürfen. Und für all das müsste man das Gesetz ändern und sehr wahrscheinlich müsste man auch das Grundgesetz dafür ändern. Und deswegen liegt diese Thematik nicht erst seit dieser, sondern schon seit der letzten Legislaturperiode im Verantwortungsbereich der Bundesregierung. Die Fragen sind halt nicht trivial, die man da stellen und auch beantworten muss. Und deswegen warten wir geduldig ab, was sich aus diesem Prozess ergibt. Roman Reusch. Ja, ich habe noch mal eine Ergänzungsfrage an Herrn Haldenwang zum Thema Schwerpunktsetzung. Aus meinem eigenen Behördenleben weiß ich, wann immer sowas vorgenommen wird, geht der Heldenklau um. Und in diversen Abteilungen und Bereichen werden also Leute abgezogen. Die bleiben mit denselben Fallzahlen, aber mit weniger Leuten zurück, mit den entsprechenden Konsequenzen. Zu wessen Lasten in Ihrem Bereich ging denn die Schwerpunktsetzung? Da sind wir jetzt in der glücklichen Situation, dass wir eben bedingt durch den Personalaufwuchs die Schwerpunktsetzung eben durch den Aufwuchs realisieren können. Das heißt natürlich nicht, dass alle neuen Mitarbeiter dann in den Bereich gehen, der jetzt aufgerüstet werden muss, sondern natürlich kommt es zu internen Verschiebungen und da wird Personal von der einen in die andere Abteilung bewegt. Da ist es wichtig, dass nicht also alle Korsettstangen der einen Abteilung dann in den anderen Bereich wechseln. Und deshalb ist es auch gut, wenn Leute mit langjähriger Erfahrung Verantwortung tragen, die sowas dann beobachten können und da auch einschreiten können. Sowas ist im BfV gewährleistet. Herr Dr. Kahn, ich komme noch mal auf das Thema zurück, was ich gerne nicht Hackback nenne. Sie haben es auch schon angedeutet, weil ich das eine sehr verkürzende und auch falsche Formulierung für ein mehrstufiges Verfahren, wo das ja auch eskaliert. Dieses sogenannte Hackback wäre ja erst die letzte Stufe, die verfassungsrechtlich schwierigste, klar. Auch die Frage, wer darf das eigentlich, die Frage Herrn Haldenwang zu stellen, ist wahrscheinlich sowieso nicht sinnvoll, weil wenn man das überhaupt machen will, muss man es ja, Sie haben die Ziele angesprochen, nicht in Deutschland tun. Und damit wäre der BfV ja schon raus. Aber nochmal prinzipiell die Frage, vor allen Dingen, wenn Sie mal aktive Cyberabwehr über alle Stufen betrachten,
und wir die letzte Mal als eine sehr problematische sehen, ist das andere, was da drunter liegt, aus Ihrer Sicht notwendig, um Cyberabwehr zu betreiben, oder bleiben wir rein bei Schutz und Aufklärung? Am besten, das wäre Frage 1, also an Herrn Dr. Karl. Zweite Frage. Wer mich schon öfter gehört hat, weiß, dass das nicht nur ein Steckenpferd, ich meine es sogar ernst, aber man kann es schön nutzen, die beiden James-Bond-Filme, Spectre und Skyfall, wurde interessanterweise mal in einem so fiktionären Film, wie es bei James Bond eben ist, doch das Thema diskutiert, so habe ich es empfunden, der Unterschied zwischen Jugend und Sigint. Also die alte M stirbt, damit soll auch die alte Jugendwelt sterben, weil man heute nur noch Cyberspionage bekämpft und das auch nur im virtuellen Raum. Ist das Ihre Welt? Diskutieren Sie das oder können Sie uns erklären, wie kann man heute Angriffe zuordnen, indem man sich nur noch auf Cyberspionage, Abwehr wie Aufklärung begrenzt? Oder brauchen Sie weiter, vielleicht sogar verstärkt, unseren James Bond? Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, vielleicht haben Sie einen Namen. Und dritte Frage, mir gefällt unheimlich gut, aber ich höre unheimlich wenig darüber, die Idee Ihres Studiengangs Master of Intelligence and Security Studies, den Sie gemeinsam mit der Bundeswehr-Universität und der Hochschule des Bundes planen. Oder tun Sie es schon? Ich weiß es nicht. Und vor allen Dingen, warum höre ich nicht, dass BfV und MAD damit drin sind? Weil Personalkompetenz in den Diensten, glaube ich, ist ja wirklich wichtig. Und ich vermisse seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, eine spezifische Möglichkeit, dieses Themenfeld zu studieren. Dann fange ich mit dem Letzteren mal an. Wir sind in der glücklichen Lage, dass die Bestrebungen der Bundesregierung, diesen Studiengang zu etablieren, so viel Erfolg haben, dass wir im nächsten Jahr damit beginnen können. Der erste Jahrgang, das erste Semester wird laufen. Und wenn ich es richtig sehe, werden es 60 oder 70 Plätze sein, von denen der BND 10 belegen kann, die Bundeswehr, glaube ich, 50. Und darüber hinaus sind natürlich auch Plätze für die anderen Dienste vorgesehen. Der genaue Umfang, den habe ich jetzt nicht präsent, aber es wird auch der Verfassungsschutz, es wird auch das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst beschicken können. Und in weiterer Zukunft ist es durchaus vorstellbar, dass auch Ministerien und dass auch teilweise die Wirtschaft Studenten in diesen Studiengang etablieren kann. Wir sind der Auffassung, dass das eine Notwendigkeit ist, in dieser Hinsicht aufzuschließen, auch auf andere Länder, die auch in akademischer Hinsicht die Intelligence praktizieren. Und insofern wird hier eine Lücke geschlossen, die, glaube ich, den Nachrichtendiensten, aber auch insgesamt der Sicherheitscommunity Deutschland sehr zugutekommen wird. Was die Notwendigkeit von Jugend im Zeitalter von Cyberangriffen angeht, so ist meine ganz klare Antwort, wir werden nicht auf sie verzichten können. Wir werden auf den klassischen Spionen und den Agenten nicht verzichten können. Es wird immer darauf ankommen, dass auch Technik verbracht, dass Technik installiert werden muss. Und wir haben eher das Gefühl, dass wir unsere operativen Jugendkräfte stärken müssen, dass wir sie auf- und aufbauen müssen. Und dass wir die Fertigkeiten, die hierzu erforderlich sind, auch nach wie vor sehr intensiv lehren und ausbilden müssen. Und was die Cyberabwehr angeht und ihre aktiven Elemente, so kann ich mir schon vorstellen, dass die ein oder anderen Maßnahmen, die ich eben angedeutet habe, also unter dieser dramatischen Schwelle des Zerstörens oder des Abschaltens, dass die Vorteile hätten. Wenn man Dinge nicht nur aufklärt und dann zulässt, dass sie im Inland dann doch sich ereignen, sondern wenn man sie vorher unschädlich machen kann, auf welche Art und Weise auch immer, dann spart man natürlich einen gewissen Aufwand. So nach dem Motto, wenn wir sagen können, wir sind schon drin,
Dann kann man natürlich auch den entsprechenden Hebel umlegen und manipulieren. Aber das ist, wie gesagt, eine Frage der Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Ertrag. Und auch Gesetzgebungsverfahren sind sehr aufwendig und müssen viel bedenken. Und insofern gehört die Antwort auf diese Frage in die Sphäre der Politik. Dankeschön, dann sind wir bei Patrick Sensburg. Herzlichen Dank. Vielleicht zwei Voranmerkungen. Einmal der Begriff Hackback. Auch ich finde den sehr unglücklich und undifferenziert, weil er eben nicht die ganze Breite der Thematik erfasst und eher verengt. Und gerade hier, wir in diesen Kreisen, sollten dann auch die Differenziertheit, soweit man es kann, dementsprechend auch darstellen. Also ich finde den Begriff auch nicht glücklich. Und da müssen wir mal gucken, ob wir das nicht glücklicher darstellen können. Zu dem, was eben gefragt worden ist zum Thema Reichsbürger, da bin ich eigentlich nah beim Kollegen von Notz. Ich sehe schon ideologisch eine große Schnittmenge der Reichsbürger mit Rechtsradikalen. Wenn man das mal so rastert, dann trifft das schon viel. Auch wenn da vielleicht das eine oder andere, was gesagt worden ist, nicht passt. Es bedarf aber manchmal nur des einen oder anderen weiteren Punktes, dann sind die ganz eng auch im rechtsradikalen Bereich. Also vielleicht sind wir da auch mit den Begrifflichkeiten eher hinderlich. Ich finde es gut, dass Sie da so hochsensibel sind, weil ich glaube, das Thema wird uns noch länger bewegen. Was mir aber aufgefallen ist, und vielleicht können Sie da noch mal ganz kursorisch Stellung zu beziehen, es sind mehrere Punkte genannt worden, wo Erfolge auch da waren, wo Anschläge vereitelt werden konnten. Oder beim MAD ist eben Franco A. noch mal herausgestellt worden. Können Sie noch mal so ein bisschen aufzählen, wo wirklich auch Erfolge, Anschläge verhindert worden sind, weil teilweise immer von linken Kräften, nicht in der SPD, aber insbesondere zum Beispiel von der Linken. Ich war mit Frau Pau neulich in einer Veranstaltung, die sagte, eigentlich muss man die Dienste abschaffen, das können auch Hochschulinstitute leisten. Können Sie noch mal darstellen, wo Sie wirklich Anschläge verhindert haben? Das wäre mir mal ganz lieb, so eine Darstellung. Kann man im Mediathek nachgucken. Ja, da fühle ich mich angesprochen. Wo haben wir Anschläge verhindert? Ich kann das mal aufzählen. Also ab dem 01.01.2015 in Chemnitz, das war im Oktober 16, in Neuss, das war um die Jahreswende 2016, 2017. Können Sie sagen, was für Anschläge? Also nicht Zigarettenautomat aufgeknackt, vermute ich? Sondern dass es eine Wertigkeit kriegt. Also kann man das irgendwie... Ja, also wir sind jetzt hier so in der öffentlichen Sitzung. Das ist schwierig. Aber manche Fälle kommen Ihnen dann vielleicht auch bekannt vor. Also der erste, den ich ansprach, Jabba al-Bakr, der Name ging durch die Zeitung, deshalb kann man den Namen ja auch nennen. Dann hatten wir aber eben in 17 hatten wir einen Fall in Nordheim, einen in Güstrow. Vielleicht ist Ihnen der auch aus der Berichterstattung im PKGR noch in Erinnerung. In Schwerin hatten wir einen Fall, über den wir auch im PKGR, wir haben über alle Fälle im PKGR berichtet, aber der ist vielleicht noch in Erinnerung. Dann eben jetzt ganz aktuell den Rizin-Fall und im September diesen Jahres auch noch mal einen Fall in Florstadt. Zu den Einzelheiten dann bitte in der geschlossenen Sitzung. Aber das sind ja jetzt hier schon mal 8 Fälle, die ich Ihnen hier aufzählen kann in kürzester Zeit. Ich kann das vielleicht ergänzen, weil wir eben auch von Force Protection gesprochen haben. Der BND hat zusammen mit dem MAD in der Zeit von 2010 bis 2017 allein 60 Anschläge in den Einsatzgebieten verhindert. Dadurch, dass sie entweder vorher detektiert worden sind oder dass sogar die entsprechenden Täter durch die ausländischen Sicherheitskräfte festgenommen werden konnten. Stefan Thomé. Ja, vielen Dank. In der letzten Runde würde ich meine Frage an Herrn Haldenwang richten. Sie haben wiederholt angesprochen, dass Sie es für sehr begrüßenswert notwendig halten würden, Ihre Behörde finanziell und vor allem auch personell aufzustocken. Nun ist der Deutsche Bundestag ja auch Haushaltsgesetzgeber und auch wir haben uns in anderer Funktion mit diesen Fragen zu beschäftigen. Der Ruf nach mehr Finanzausstattung, mehr Personalausstattung ist wohlfeil und allenthalben zu hören. Wir hören aber auch von Ihnen und von Herrn Dr. Kahl, dass es oft gar nicht so leicht ist, die Stellen, die der Deutsche Bundestag schafft, auch zu besetzen. Von daher aus diesen beiden Gründen, dass wir immer natürlich auch auf haushalterische Aspekte zu achten haben. Die Frage an Sie, ob Sie sich auch vorstellen können, auch bereit sind, sich mit der Frage zu befassen, wie Sie neue Aufgaben auch dadurch Herr werden können, dass Sie nicht einfach nur neue Stellen fordern, vielleicht bekommen, aber nicht besetzen können, sondern auch Effizienz
Reserven in der Behörde heben. Die Behörde wird auch nicht dadurch besser, dass sie immer größer wird. Manchmal tritt auch das Gegenteil ein, auch das gibt es. Manchmal ist es sogar besser, Effizienzreserven zu heben, Synergieeffekte zu nutzen, gerade auch im Verfassungsschutzverbund des Bundes und der Länder. Auch da ist ja manches vorstellbar. Oder auch im Zusammenhang damit Aufgabenkritik zu betreiben, sich zu fragen, sind nicht vielleicht manche Aufgaben bei uns nicht oder nicht mehr gut aufgehoben? Vielleicht sind sie woanders generell oder neuerdings viel besser zu bearbeiten. Das wäre meine letzte Frage an Sie. Ja, also vielen Dank für diese Frage, denn in der Tat, vor jeder Personalforderung muss eigentlich intern die Frage gewälzt werden, können wir eben diese neue zusätzliche Aufgabe, können wir die nicht auch anderweitig erledigen, können wir nicht irgendwie Synergieeffekte erzielen, technische Instrumente einsetzen und so weiter. Und das tun wir auch in all den Feldern, wo das möglich ist. Schlichtes Beispiel Bürokommunikation, ja, das ist also alles dermaßen vereinfacht und papierlos läuft das alles online. Da haben enorme Modernisierungsschritte stattgefunden. Vor allen Dingen können wir da eben Synergien erzielen, wo wir eben auch mit den Ländern dann zusammenarbeiten. Das ist auch ein Thema im Zusammenhang Stärkung der Zentralstellenfunktion. Was ich vorhin schon mal sagte, es muss nicht jeder das Rad neu erfinden, sondern es ist ja auch denkbar, dass wir für die Länder bestimmte Dienstleistungen zur Verfügung stellen, damit die dann in den Ländern nicht mehr gemacht werden müssen. Das ist natürlich dann ein gewisser Service für die Länder, den wir dann auf Kosten des Bundes erbringen. Dadurch sichern wir aber eben auch eine Einheitlichkeit der Verfahren, eine Einheitlichkeit der Systeme, eine verbesserte Zusammenarbeit mit den Ländern. Also an der Stelle findet das alles statt. Und trotzdem ist es eben notwendig, aufgrund eben der von mir geschilderten Bedrohungsszenarien, und Sie können die ja alle in diesen Teilfacetten auch nachvollziehen, dass wir uns dann eben am Ende dieser Kette auch personell weiter verstärken müssen. Und hier lege ich noch mal Wert darauf zu betonen, wir schaffen das. Ich habe die Zahlen genannt. Wir werden Ende des Jahres, kommenden Jahres die noch offenen Stellen weitestgehend besetzt haben. Und dann ist es eben notwendig, damit dieser Apparat der Personalgewinnung, der jetzt auf Hochtouren läuft, nicht zusammenfällt, dass man dann eben wieder in einen kontinuierlichen Aufwuchs gelangt. Ich werde jederzeit Ihnen dann genaue Modelle vorlegen können, wie dieses Personal an welchen Stellen sehr, sehr sinnvoll eingesetzt werden kann. So, ich bedanke mich. Woher wisst ihr eigentlich, was ich jetzt tue? Das ist interessant. Ich habe mich für die Antwort bedankt, ja. Gibt es Fragen? Ja, bis 13 Uhr, wenn alle Hände hochgehen, würde ich abschließen. Wenn es jetzt wirklich nur ein, zwei Restfragen gibt, dann lasse ich die noch zu, weil wir können bis 13 Uhr machen. Ich gucke noch mal in die Runde. Dann wäre Dr. Hahn der Einzige und Patrick Sensburg. Okay, und dann schließen wir. Wir bleiben bei den 5 Minuten, dann wäre es genau 13 Uhr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ein Punkt hat noch gar keine Rolle gespielt heute, und zwar die internationale Zusammenarbeit zwischen den Geheimdiensten. Und da würde mich speziell interessieren, die Frage geht also an Herrn Dr. Karl, wie sich die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten von Amerika und deren Diensten entwickelt hat in den letzten Jahren unter dem Präsidenten Trump, was dort aus Ihrer Sicht für Veränderungen im Positiven wie im Negativen stattgefunden haben und wie die Zusammenarbeit auch mit dem MIT aussieht, mit dem türkischen Geheimdienst, der ja auch in Deutschland tätig wird, hier Leute unter Druck setzt und auch in Deutschland spioniert und Ähnliches. Also für diese beiden Länder würde mich interessieren die Bilanz durch das BND. Wir schließen gleich die Frage von Patrick Sensburg an. Wir haben es zwar schon ein paar Mal angesprochen, Sie haben auch darauf geantwortet, haben den Zeitplan Ende des Jahres dargestellt, was die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz betrifft. Nochmal ganz konkret, haben jetzt alle Bundesländer zugeliefert? Seit wann mussten die das eigentlich? In den Medien grassieren völlig konträre Sichtweisen, wie die Zusammenarbeit da funktioniert hat. Und wie sieht denn der Zeitplan
nach einem dementsprechenden Gesamtwürdigung durch das Bundesamt für den Verfassungsschutz aus? Hat man sich da schon Gedanken gemacht, sowohl als auch? Es gibt ja wahrscheinlich nur zwei Varianten, die dabei rauskommen, aber vielleicht übersehe ich da auch was. Da würde ich noch mal ein bisschen konkreter werden. Jetzt kommen ja noch Sachen dazu, möglicherweise. Hört man da auch genau hin, was möglicherweise die Finanzierung der AfD von ausländischen Quellen betrifft? Ist man da aufmerksam? Und in diesem Zusammenhang auch noch die Frage, sehen Sie ausreichend Kompetenzen, damit meine ich jetzt direkt den Verfassungsschutz, bei der Überwachung von Geldströmen? Wenn ich da richtig in den Gesetzen blättern, ist diese Kompetenz relativ begrenzt, die der Verfassungsschutz hat. Vielleicht sind Sie ja zufrieden. Da haben aber, habe ich den Eindruck, BaFin und Zoll mehr Kompetenzen als der Verfassungsschutz. Vielleicht beurteile ich das auch falsch. Das fände ich dramatisch, wenn das so wäre. Weil da hätte ich es gern bei Ihnen. Ich fange mal an mit der Antwort auf die Frage von Herrn Dr. Hahn. Die internationale Zusammenarbeit ist natürlich für den BND eine ganz zentrale Dimension. Mehr noch als Inlandsdienste müssen Auslandsdienste untereinander zusammenarbeiten, um nur annähernd die Aufträge erfüllen zu können, die ihnen weltweit gestellt sind. Die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Nachrichtendiensten hat, seit die Trump-Administration im Amt ist, nicht nachgelassen. Wir haben von der Parole America First in der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit nichts gemerkt. Das liegt vielleicht auch daran, dass dieses nachrichtendienstliche Geschäft im internationalen Bereich ein Do-Ut-Des-Geschäft ist, etwas, wo man etwas gibt, damit man etwas bekommt. Und der Bundesnachrichtendienst hat durchaus Fähigkeiten und Expertisen, auch Alleinstellungsmerkmale, die weltweit sehr gefragt sind. Wir spielen in der Champions League der Nachrichtendienste ganz vorne mit. Auch die Amerikaner, so groß und so leistungsfähig sie sind, sind darauf angewiesen, mit anderen zusammenzuarbeiten. Sie suchen die Zusammenarbeit mit uns und wir haben in dem Austausch, wir haben in der Unterstützung keine Einschränkungen, keine Einbußen zu verzeichnen. Die Zusammenarbeit erstreckt sich natürlich auch auf Nachrichtendienste von Staaten, die nicht alle in allen Ausprägungen den Anforderungen genügen, die wir an uns selbst stellen. Wir arbeiten ja auch mit russischen, wir arbeiten mit chinesischen, wir arbeiten mit allen möglichen Nachrichtendiensten zusammen und tun das natürlich auch mit dem türkischen Nachrichtendienst. Hier ist die Zusammenarbeit gewissen Schwankungen unterworfen. Es hat gute Phasen gegeben, es hat weniger gute Phasen gegeben. Lassen Sie mich so sagen, auch hier ist die Ergiebigkeit der Zusammenarbeit abhängig von dem allgemeinpolitischen Klima, wie es zwischen den Regierungen der betroffenen Länder besteht. Und insofern befinden wir uns zurzeit eigentlich in einem sehr erfreulichen, ich will mal sagen, Tauwetterprozess. Die Zusammenarbeit ist deutlich besser geworden. Wir haben intensivere Austausche bekommen. Wir haben auch sehr wertvolle Hinweise bekommen in der letzten Zeit und revanchieren uns natürlich auch in dem Maße, wie das zwischen Nachrichtendiensten üblich ist. Haldenwang. Ja, zum Zeitplan der Bewertung der Informationen zur AfD. Das Thema wird im Verfassungsschutzverbund schon seit einiger Zeit bearbeitet. Und in der Frühjahrssitzung wurde erstmals beschlossen, dass unter Federführung des BfV eben eine vollständige Analyse vorgenommen werden soll. Man hatte sich in der Frühjahrssitzung verabredet, bis zum Herbst des Jahres die entsprechenden Informationen, die bei den Landesämtern vorliegen, zusammenzutragen und dem BfV vorzulegen. Dieser Zeitplan ist noch mal konkretisiert worden jetzt in der Sitzung vor einigen Wochen, wo dann eben festgelegt worden ist, dass bis zu einem konkreten Tag im Oktober die Zulieferungen der Länder vorliegen sollten. Einzelne Länder haben diesen Termin gerissen, warum auch immer. Da gibt es wahrscheinlich gute Gründe. Inzwischen liegen bei uns aus all den Ländern, die sich hier angesprochen fühlen, entsprechende Informationen vor. Und wir sind bei uns eigentlich im Zeitplan, was eben die Auswertung angeht, bis Ende des Jahres
Beginn nächsten Jahres. Ich will mich nicht so konkret festlegen, weil, wie gesagt, hier steht Gründlichkeit und Sorgfalt vor Geschwindigkeit und da wird es auf 2 Wochen nicht unbedingt ankommen. Wie dann der weitere Zeitplan ausfällt, das hängt natürlich ab von den Ergebnissen, die wir da erzielen. Und da sind deutlich mehr als 2 Varianten auch denkbar. Also insofern möchte ich hier jetzt nicht ans Spekulieren kommen, wie das weitergeht. Hauptsache eben die notwendigen Schlussfolgerungen werden dann an der Stelle gezogen. Und es ist auch selbstverständlich, dass relevante Informationen, die in der Zwischenzeit bei Bund und Ländern noch anfallen, auch in diesen Prozess noch mit einfließen. Beim Thema Finanzermittlung in der Tat, da würde ich mir vielleicht auch noch ein schärferes Schwert wünschen. Auch ein Thema, das ich gerne mit dem Bundesinnenministerium erörtern möchte. Dankeschön. So, dann kommen wir zum Ende der diesjährigen öffentlichen Anhörung der Präsidenten unserer Nachrichtendienste. Ich bedanke mich vor allen Dingen bei Ihnen, Herr Dr. Karl Haldenwang und Herr Dr. Gramm, für Ihre Teilnahme und Auskunftsbereitschaft. Sie haben auch heute, ich wende mich vielleicht jetzt eher an die Gäste, keine geheimen oder streng geheimen Informationen erhalten. Das war von vornherein klar. Aber ich hoffe, Sie haben einen Eindruck bekommen, wie unsere Sitzungen im parlamentarischen Kontrollgremium normalerweise stattfinden. Gehen Sie nicht davon aus, dass wir so quer durch den Gemüsegarten jedes Mal gehen. Es sind dann weniger Themen, die intensiver noch behandelt werden. Aber zumindest wollten wir Ihnen darstellen, wie breit wir uns mit unseren 3 Diensten beschäftigen. Ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihre Teilnahme, hoffe, Sie kommen nächstes Jahr wieder zu dieser Veranstaltung, die wir fortsetzen werden. Und wünsche Ihnen, darf man vielleicht jetzt schon sagen, ein schönes Wochenende.